Die NDR Talkshow heute mit... Mit Die immer lacht hat sie einen der erfolgreichsten deutschen Hits aller Zeiten geschrieben. Heute präsentiert sie uns ihren neuesten Ohrwurm, eine Weltpremiere, direkt aus Dithmarschen, gleich auf unserer Showbühne. Herzlich willkommen, Kerstin Ott! Scholz, Laschet oder Baerbock? In 2 Tagen wissen wir mehr. Er hat sie alle 3 schon intensiv und hartnäckig befragt. Einer der frechsten Politikjournalisten des Landes, Louis Klamroth, ist bei uns. Die Welt, meine Damen und Herren, ist aus dem Dreivierteltakt geraten, denn dieser Mann stand seit 17 Monaten nicht mehr auf der Bühne. Was er in diesen Monaten getan hat, das erzählt uns heute Abend André Rieu. Alte Menschen haben keine Lobby, sagt sie. Deshalb engagiert sie sich für die Alzheimer-Forschung. Vor 3 Tagen war Welt-Alzheimer-Tag. Heute ist sie bei uns zu Gast, die Sportmoderatorin Okka Gundel. Herzlich willkommen, Okka. Wie findet man nach 33 Jahren Haft zurück ins Leben? Das erfahren wir von einem Mann, der wegen eines Doppelmords in den USA verurteilt worden. Er ist auf Bewährung frei und lebt nun wieder in Deutschland. Guten Abend, herzlich willkommen, Jens Söhring. Herzinfarkt, Rheuma, Depressionen. Viele Krankheiten zeigen sich bei Frauen ganz anders als bei Männern und werden oft falsch diagnostiziert. Höchste Zeit, die Frauengesundheit intensiver zu erforschen, sagt die Ärztin und Wissenschaftsjournalistin Dr. Franziska Rubin. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf eine spannende Runde und das an der Seite, beziehungsweise mir frontal gegenüber, meine charmante Kollegin, die gestern Hochzeitstag hatte und trotzdem heute hier ist. Herzlich willkommen. Guten Abend, Bettina Tietjen. Guten Abend. Ja, und also Hochzeitstag hin oder her, ich muss es einfach mal jetzt auf den Punkt bringen. Mit dir mache ich es am liebsten, Jörg Pilawa. Naja, ich bin sprachlos. Du weißt ja, wie es gemeint ist. Ich weiß, wie es gemeint ist. Ich bin sprachlos und versuche deshalb gleich überzuleiten zu dem, was neu ist hier auf diesem Tisch. Denn Sie sehen dort etwas, was gerade dabei ist, zu verlaufen. Also sie sieht noch großartig aus. Es ist eine Torte. Ja? Und nicht irgendeine Torte, sondern wir sind es gewohnt, dass die Gäste uns Geschenke mitbringen. Wenn Sie jetzt sagen, oh, ich habe nichts dabei, wir nehmen auch Geld. Also los nicht. Nein. Also auf jeden Fall hat einer unserer GästInnen das mitgebracht, diese Torte. Was glaubt ihr, wer es war? Kerstin, weißt du das? Ich weiß nicht. Kannst du backen? Nee. Nee. Okay, was glaubst du, wer es war? Du hast einen frei. Du. Ich? Ja, okay. Nein? Ich weiß leider auch nicht. Nein? Was glaubst du, wer es war? Ich vermute, er. Genau. Ja. Unglaublich, meine Damen und Herren. André Rieu hat gestern in der Küche gestanden und mit eigenen Händen diese Torte gebacken. Man muss sagen, diese Torte sieht ein bisschen jetzt mitgenommen aus, weil sie ist heute hierher transportiert worden. Wir haben aber ein Beweisfoto davon. So sah die Torte dann wirklich vorher mal aus, bevor sie so ein bisschen ramponiert kam. Das ist die Torte gebacken von André Rieu. Wir sehen es nicht. Oder haben Sie es gesehen? Mit Geige nee, ich auch nicht. Das ist ja der Hammer. Ja. Was denn? Da steckt doch eine Geige oben drin. Das wäre ja. Das haben wir doch gar nicht gesehen. Das ist eine Geige. Ja, klar. Guck mal, da sehen wir. Von Hand gemacht, zu Hause, extra für uns. Denn das ist eine Leidenschaft von André Rieu, die er gepflegt hat während des Lockdowns. Darüber sprechen wir. Jetzt bringen wir erstmal die Torte, glaube ich, in Sicherheit. Ja. Kühlen sie und nachher, wenn wir sprechen, reden wir mit vollem Mund. Ich freue mich drauf. Also, auf jeden Fall vielen Dank für das Geschenk schon mal, André. Danke. Ja. Das ist auch eine Premiere, glaube ich, in dieser Sendung. Eine von einem Mann gebackene Torte, die in der Sendung verzehrt wird. Also ich freue mich schon sehr drauf. So, nun zu ihr. Das Thema Gleichberechtigung. Das beschäftigt uns ja normalerweise eher in politisch-gesellschaftlicher Hinsicht. Dass Frauen auch medizinisch benachteiligt sind, das haben die wenigsten auf dem Beipackzettel. Und das ist natürlich genau das richtige Thema für Sie. Sie hat sich das auf die Fahnen geschrieben und zur Herzensangelegenheit gemacht. Franziska Rubin, herzlich willkommen. Ja, grüß dich, Bettina. Franziska, bevor wir zu diesem wichtigen Thema kommen, du hast ja nun 17 Jahre lang eine Sendung moderiert, die heißt Hauptsache gesund. Ja, fast 18. Man soll sich ja jeden Tag was Gutes tun. Hast du dir heute auch schon was Gutes getan?
Ich glaube, das Beste war heute mal richtig auszuschlafen. Keine Kinder in die Schule, keine Butterbrote schmieren, einfach mal ausschlafen. Genial. Ja. Das ist auch schön. Ja, das war schön. Hast du denn irgendwelche Rituale? Also ausschlafen ist es ja anscheinend nicht, weil das selten vorkommt. Aber hast du Rituale? Irgendwas, was du jeden Tag? Rituale. Also ich finde zum Beispiel total wichtig, für mich ist das sehr wichtig, jeden Tag eine Stunde mit dem Hund zu gehen. Und entweder laufe ich dann, ich jogge, um mich mal ein bisschen so noch fit zu halten. Oder ich gehe in den Wald, wo ich dann ganz bewusst versuche zu entspannen. Ich meditiere jeden Tag, weil ich festgestellt habe, dass ich da sortieren kann. Es ist, als ob ich leer werde und dann gute Ideen reinkommen sozusagen. Das mache ich jeden Tag. Und dann auch so Rituale, was das Essen anbetrifft. Smoothies zum Beispiel oder... Das hat sich schon vieles zusammengesammelt. Ja. Und ich dusche immer kalt, zum Beispiel nach der Dusche immer. Das mache ich einfach die Erfahrung. Das mache ich auch. Nein. Keiner sonst. Was ganz toll ist, zum Beispiel auch den Kopf kalt zu duschen. Die mache ich auch immer. Immer obendrauf. Das ist der Hammer. Das ist toll. Das hält die Gefäße frei und es ist auch sehr gut gegen Kopfschmerzen. Also wenn ich mal so einen Anflug habe von Kopfschmerzen, mache ich schön hier kalt meinen Guss. Ja, aber ihr alle haben gestöhnt. Gibt es niemanden so? Schrecklich. Du machst jetzt auch mit der Frisur einfach immer meinen Kopf unter dem Wasserhahn. Das ist auch gut. Das ist natürlich. Kalt. Den Kopf bewahren, ja, das hat was. Das ist sehr praktisch. Ist das auch ein Ritual für dich? Das ist auch ein Ritual, ja. Aber kalt duschen? Kalt, wäre das auch was, wenn Kanzlerkandidaten kalt duschen eigentlich? Ich glaube, die duschen alle kalt. Die haben gar keine Zeit, warm zu duschen. Aber ich bin ganz beeindruckt. So meditieren eine Stunde und duschen und dann noch in den Wald gehen. Also, aber meditieren mache ich nicht so lange. Das mache ich 10 Minuten. Ja, okay. Das aber reicht. Immerhin. Wenn man das übt, dann sind diese 10 Minuten. Und dann bin ich manchmal total erstaunt, was da plötzlich für Ideen auftauchen. Glaube ich, ja. Also Hammer. Aber 10 Minuten ist auch wenig, ne? Also da muss man ja erstmal reinkommen. Aber da dauert das immer so lange, da bis man erstmal runterkommt. Genau. Ich musste auch so mit Mitte 20 so einen Kurs belegen, autogenes Training, weil ich vor der Kamera ständig so gegrinst habe. Ich war immer so. Und dann habe ich nachts vor dem roten Licht vom Fernseher gesessen und habe gedacht, okay, Franziska, du musst was machen. Und dann habe ich autogenes Training gelernt in so einem, wie heißt das, Hochschulkurs. Ja, aber mittlerweile sind 10 Minuten draus geworden. Wenn ich meditiere, schlafe ich ein. Ja. Ja, ist auch okay. Sofort. Man muss sich bloß dann Wecker stellen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Einfach nach 20 Minuten wieder da ist. Sonst wird man müde. Aber das ist ein Zeichen für Tiefenentspanntheit, oder? Wenn man schnell oder überarbeitet. Oder erschöpft. Zu wenig Schlaf. Dann schläft man auch schnell ein. Geht. Wie machst du, Kerstin, wie machst du das? Hast du irgendwie so ein Ritual, also bevor du auf die Bühne gehst oder um deine Stimme zu schonen? Also das autogene Training, das ist mir auch nicht neu. Das habe ich mit meiner Frau zusammen auch in einem Kursus belegt. Meine Frau macht das noch regelmäßig. Ich habe da noch für mich den Sinn nicht so richtig erkannt fast. Aber ich muss sagen, dass das wirkt schon. Ich sehe das auch bei meiner Frau, die ist danach tatsächlich entspannt, dass diese Entspannungsübung auch 10 Minuten bis 20 Minuten, ich werde da auch noch hinterkommen. Also ich brauche immer noch ein bisschen Ruhe vorm Auftritt und dann läuft das auch, aber ja. Ja, mein Mann sagt immer, die einen nennen es meditieren, die anderen nennen es einfach in der Ecke rumsitzen, ne? Und nichts machen. Ja, genau. Kann man so machen. Ja, ist natürlich. Also auch wenn man Yoga macht, was ich auch zum Beispiel regelmäßig gemacht habe, insbesondere in Australien, jetzt schlamper ich schon wieder, das ist auch für jeden anders. Für den einen ist es das Dehnen, für den anderen ist es die Kraft und für die anderen ist es dieses Heilen, dieses innerliche Heilen, einfach in dieser Ruhe. Und für den nächsten ist es einfach nur neue Gedanken zu bekommen und wieder zu sortieren. Genau. Aber es ist alles möglich. Ja, Franziska, wir müssen über dein neues Herzensthema sprechen, nämlich die ungerechte Behandlung von Frauen in der Medizin. Ja. Worin zeigt die sich? Also da muss ich sagen, ist mir echt der Kitt aus der Brille geflogen, als ich eigentlich festgestellt habe, dass wenn wir vom Mensch reden in Wissenschaft und Forschung, dann reden wir vom Mann. Wir reden nicht von der Frau. Und das finde ich erstaunlich, weil wenn wir jetzt hier rumgucken, dann würden wir ja nicht sagen, oh, wir sind zwischen 1,50 und 1,80 groß und wiegen zwischen 50 und 70 Kilo, sondern wir würden doch als erstes sagen, boah, da sitzen 4 Frauen, 3 Männer. Ja. Ja? Weil das ist so sozusagen etwas, was eigentlich ein klares Merkmal ist. In der Medizin wird das ignoriert. Das heißt, Medikamente werden an männlichen Mäusezellen getestet, später dann an männlichen Mäusen hauptsächlich. Dann, selbst wenn es in die klinische Forschung gibt, gibt es meistens den jungen Mann, der die Medikamente testet. Das heißt, wenn die auf den Markt kommen, dann sind es wir, die wir das eigentlich dann im Live-Szenario, wo wir uns ja sicher fühlen, ausprobieren. Und das ist eigentlich ein Unding, weil es sich auch nicht wirklich ändert. Es gibt Österreich und Kanada, die sind uns in dieser Forschung, das nennt sich ja Gender-Forschung, Geschlechterforschung, schon weit voraus. Und ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht, mit meinem Team in diesem Buch, die bessere Medizin für Frauen, die Fakten zusammenzusammeln, die man auf der ganzen Welt kennt. Und das ist frappierend, weil wir ticken komplett anders als die Menschen.
Männer, aber das wird kaum berücksichtigt. Ja, aber das ist ja nur erstaunlich, dass Deutschland da so hinterherhinkt. Also das heißt wirklich, ich habe das richtig verstanden, dass Louis Klamroth jetzt in, weiß ich, Anfang 30, ne, oder 30 bist du, ne? 31. 31, sportlich, schlank, groß. Das ist eigentlich der Mensch, für den die meisten Medikamente gemacht sind. Genau, richtig. Und dann wird bei uns gesagt, ja, die wiegt 10 Kilo weniger oder mehr und dann gibt es mal ein bisschen mehr oder weniger. Aber das ist eigentlich Schmarrn, weil es werden schon viele Medikamente gar nicht entwickelt für Frauen durch diese Art von Selektion. Dann haben sie ganz andere Nebenwirkungen bei uns, oft. Ja. Die Dosen stimmen nicht und das muss dann irgendwann alles festgestellt werden. Und wenn man es mal ganz drastisch sagen will, das kostet uns nicht nur Lebensqualität, weil wir haben mehr Nebenwirkungen, oft schwerere Nebenwirkungen, sondern es kostet uns auch oft das Leben. Das ist unfair. Vor allem ist es dramatisch und sehr gefährlich. Ja. Was sind denn so typische Krankheiten, wo man auch, wo Frauen nicht nur eine andere Behandlung brauchen, sondern auch ganz andere Symptome zeigen als Männer? Das Herz ist ja zum Beispiel am besten untersucht. Ja, als ich das gelesen habe, recherchiert habe, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Unser Herz ist kleiner, es schlägt viel schneller. Es hat eine ganz andere Herzreizleitung. Es hat eher Dehnbarkeitsprobleme. Es wird starrer mit dem Alter. Währenddessen bei den Männern geht der Muskel schlapp. Das heißt, wir reagieren ganz anders. Medikamente, die wir viel bekommen, wie ACE-Hämmer und Beta-Blocker, die wirken bei uns gar nicht so gut, aber haben dafür viel mehr Nebenwirkungen. Es geht dann so weit, Frauen haben ganz oft andere Symptome. Wir haben Übelkeit, uns ist schwindelig, wenn wir einen Herzinfarkt bekommen. Wir haben nicht dieses klassische brustenge Gefühl und dieses Ausstrahlen in den linken Arm, was wir so lernen, weil wir für Männer lernen. Und das ist ein Problem. Die Lehre ist auch falsch. Und dann sterben Frauen häufiger daran, weil es gar nicht erkannt wird. Und dann gibt es noch diese Tragödie. Frauen nehmen sich dann selber auch gerne zurück, gehen später in die Notaufnahme. Und dann weiß man aus Studien, sie werden gar nicht so oft an die kardiologische Station überwiesen wie Männer. Weil man nicht daran denkt. Weil die Ärzte es nicht wissen. Ja, dass diese untypischen Symptome dann oft doch dahin führen. Und das ist am Ende eine höhere Sterbeziffer bei Frauen. Mhm. Und das ist einfach nicht, also ich bin da immer wieder... Man wundert sich wirklich, dass die Forschung, also das müssen ja Ärzte eigentlich auch wissen, das müsste in der Forschung ja bekannt sein. Also was für eine Lobby steht dahinter, fragt man sich ja. Ja. Also es ist auch oft so in der Forschung, zum Beispiel für staatliche Studien wird jetzt gesagt, ihr müsst Frauen einschließen. Das ist toll, hört sich erstmal gut an. Aber erstens gilt es nicht für die ganzen Pharmastudien. Und zweitens werden die Ergebnisse oft nicht getrennt ausgewertet. Das heißt, am Ende hat man wieder nichts gewonnen. Also ich konnte das alles nicht glauben. Und ich finde es faszinierend zu lesen, wenn man dann wirklich guckt. Wir ticken so anders, wir haben zum Beispiel viel weniger Herzrhythmusstörungen als die Männer. Wir sterben aber doppelt so häufig daran. Mhm. Ja? Wir sterben häufiger am Herzinfarkt als die Männer. Und das hätte keiner gedacht, weil es so nicht kommuniziert wird. Nee. Und das ist einfach so, also da ist jetzt ein Stück weit mein Herz zu sagen. Und ich bin ja kein Politiker, deswegen sage ich einfach, Leute, Frauen, schaut euch an, was man weiß in der Forschung weltweit. Dann könnt ihr ein bisschen mitnavigieren, ja, wenn das Medikament nicht greift, wenn ihr nicht happy seid mit eurer Behandlung. Und zum anderen liegt es mir natürlich immer am Herzen, was bei allen funktioniert, ist Naturheilkunde. Weil damit stärken wir uns, unseren inneren Arzt, und damit können wir auch besser umgehen mit vielen Erkrankungen. Das ist aber auch ein interessantes Stichwort, Naturheilkunde, weil du sagst ja auch, nicht nur was die Medikamente und die Medizin angeht, gibt es eine Ungleichheit, sondern auch gesellschaftlich, was Krankheiten angeht. Das heißt, Frauen sind anders krank als Männer. Bei welchen Krankheiten zeigt sich das denn vor allen Dingen? Na, Frauen, es gibt typische Frauenerkrankungen, zum Beispiel die Autoimmunerkrankung. Wir haben ja jetzt bei Covid gelernt, interessanterweise, dass Frauen seltener an Covid versterben, aber mehr Long-Covid entwickeln, weil unser Immunsystem überschießender ist. Wir müssen ja das Baby sozusagen in uns behüten. Und das führt dann aber auch dazu, dass wir viel mehr Schilddrüsenerkrankungen haben, Multiple Sklerose und andere Autoimmunerkrankungen. Aber auch der Umgang mit der Krankheit ist, glaube ich, das ist zwar ein Klischee, ne? Nee. Dass Männer hypochondrischer sind oder dass Männer einfach gar nicht zum Arzt gehen. Es gibt ja zwei Sorten. Die einen sind Hypochonder, haben ständig was. Genau. Also Entschuldigung, dass ich das so sage in dieser Runde, aber die anderen gehen einfach, ignorieren ihre Krankheit und gehen einfach gar nicht zum Arzt. Also, Aber fairerweise muss man sagen, den Männerschnupfen zum Beispiel, den gibt es tatsächlich, weil Männer durch ihr niedrigeres Immunsystem häufiger krank werden und schon bei kleinen Infektionsviren dann ordentlich belastet sind. Siehst du? Ja. Siehst du? Aber hast du gehört von dieser Studie? Es gibt eine Untersuchung, eine repräsentative, wenn auf der Straße jemand in Ohnmacht fällt. Ja. Also beim Mann
wird sofort der Notarzt gerufen und meiner Frau werden die Beine hochgelegt. Genau. Wie ist das denn bitte schön zu erklären? Das ist genau unsere Haltung, dass wir sozusagen einen Herzinfarkt sofort den Männern zuordnen. Dabei, wie gesagt, es sterben mehr Frauen am Herzinfarkt als Männer. Sie sterben bloß später daran. Und das sind alles so Sachen, ich meine, die Männer kommen ja auch nicht auch manchmal zu kurz, ja, beim Thema Depressionen zum Beispiel. Frauen haben zwar doppelt so häufig Depressionen wie Männer, aber die begehen dreimal so häufig Suizid, weil da passiert es andersrum. Die kriegen Schmerzmittel nach Hause und nicht das Gespräch. Mhm. Aber Bettina, ist doch, weil du vorhin gefragt hast, welche Lobby ist das oder wie ist das zu erklären, ist doch einfach, weil wir im Patriarchat leben und veraltete Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder haben. Das heißt, wenn eine Frau auf der Straße dass ihr Bewusstsein verliert oder einen Schlaganfall hat, dann denkt man, ja, die hat sich ja sozusagen gerade nur mal aufgeregt, die muss man durchatmen. Und bei einem Mann, wenn dem was umstößt, dann muss er wirklich zum Arzt. Ne? Ich glaube, am Ende ist es das und das zieht sich ja noch weiter. Es geht ja auch dann ums Thema Verhütung, ums Thema Periodenprodukte, die immer noch Geld kosten, absurderweise. Es gibt eine Pille für die Frau, für den Mann ist die Forschung noch ganz am Anfang. Das zieht sich ja durch alle gesellschaftlichen Bereiche. Ja, und die Datenlücke ist auch so groß. Und deswegen tun sich jetzt alle so schwer, Frauen einzubauen dann in die Forschung. Dabei muss man mal fairerweise sagen, wir wissen es genau von den männlichen Mäusen. Dadurch, dass die ständig im Kampf sind miteinander, haben die solche Testosteronspiegel die ganze Zeit, was auch nicht gut ist für die Ergebnisse. Ja? Okay. Aber das Stigma ist auf uns, auf uns Frauen, nach dem Motto, ihr seid ja so hormonell unterwegs. Bei manchen Medikamenten stimmt es auch, aber nicht immer. Aber ich bin immer noch so fassungslos und macht mich immer wieder so böse, dass ich denke, wir müssen doch im Jahr 2021 viel weiter sein, auch was die medizinische Genderforschung angeht. Es hat ein bisschen was natürlich mit Contergan zu tun. Das hängt uns immer noch nach, muss man einfach fairerweise sagen. Aber die Schlussfolgerung ist so Banane da draus, weil damals diese vielen 10.000 behinderten Kinder, wir wissen es noch, mit Gliedmaßen fehlend verstümmelt zur Welt gekommen sind, weil die Frauen ein ungetestetes Medikament bekommen haben gegen die Morgenübelkeit in der Schwangerschaft. Hat man danach gesagt, so, die nehmen wir mal raus aus den Studien. Ja, aber gerade der Umkehrschluss wäre richtig gewesen. Richtig. Ja. Mehr. Natürlich. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Franziska, du hast Naturheilkunde schon erwähnt. Ich glaube, Frauen sind da auch sehr viel offener. Die Männer müssen da jetzt trotzdem durch. Es gibt nämlich jetzt, André guckt schon so skeptisch, es gibt nämlich jetzt ein Naturheilmittel gegen Bluthochdruck. Ne? Das ist auch ein heißer Tipp von dir. Genau, es gibt ganz viele Mittel gegen Bluthochdruck. Ja, aber ich meine, jetzt und das kriegen hier wir ist der rote Beete Smoothie. Smoothie? Ja. Hast du das Smoothie. Wort? Obwohl ich in der Australien gelebt habe. Man musste mal die Zunge gegen die Zähne schlagen. Also der rote Beete Smoothie. Und der ist wissenschaftlich fundiert, das finde ich so den Hammer da dran. Und zwar hat man getestet, ein halber Liter rote Beete am Tag kann wirklich den Blutdruck signifikant senken, was einfach an dem vielen Nitrat da dran liegt. Ja? Wir wissen, dass das die Gefäße weit macht. Der hier, finde ich, schmeckt gut, weil er ist mit Zitrone, mit Ingwer, wer das Gegenteil behauptet, wird ausgeschlossen aus der Meinung. Meine Frau lacht sich kaputt jetzt, weil die weiß, dass ich rote Beete hasse. Aber guck mal, ob er wirklich danach schmeckt. Da ist auch Staudensellerie drin, was ich jetzt zum Beispiel... Oh, André weigert, das ist super, oder? Ich mag viel Sport und das ist Naturdoping. Ja. Aber bei mir war es zu viel. Ich konnte das nicht ertragen. Zu viel rote Beete? Die Wirkung war zu viel bei mir. Ich wurde schwindlig. Ah, der Blutdruck ist stark gesenkt. Ja. Echt? Das ist wirklich toll. Und dann habe ich aufgehört, da war ich wieder gut. Okay, aber da kann das jetzt solche krasse Wirkung haben. Das war ja, vielleicht habe ich einen Liter pro Tag getrunken, das kann sein. Aber. Man soll es natürlich nicht übertreiben. Also ich finde das so wichtig, Blut, das ist zum Beispiel auch ein interessanter Faktor. Risikofaktoren wirken sich bei Männern und Frauen anders aus. Das heißt, Frauen mit hohem Blutdruck und Diabetes sind viel gefährdeter, Herzprobleme zu bekommen als Männer. Das heißt, wir müssen das machen, kalte Bäder machen. Und ganz ehrlich, wer morgens eine Tablette nimmt, eine Blutdrucktablette, und sich danach einen Kaffee in den Kopf schüttet, das ist natürlich Quatsch, das ist kontraproduktiv. Wenn ich aber Hibiskustee trinke und das, dann kriege ich meinen ganzen Blutdruck um 10, 20 Millimeter Hg gesenkt. Und dann kippt der eine um, aber der andere ist dann einfach happy. Okay, wir probieren mal. Ja? Ich bin schon fertig. Das ist schwierig mit diesem... Aber die kalte Bäder... Jörg, hast du es auf Ex getrunken? Sollen wir das nicht machen? Doch. Ach so, oder mit André, ich habe jetzt immer diesen Stängel im Auge. Also, den habe ich erst gegessen. Schmeckt sehr gut. André wollte noch was zum kalten Duschen sagen. Ja. Kalte Bäder, kennst du es auch mit warmen Bädern? Ja, das geht mit warmen Bädern, gerade bei Bluthochdruck. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Wer einen aktuellen hohen Blutdruck hat, der kann in eine warme Badewanne gehen und senkt damit sofort den Blutdruck. Und nimmt aber ich habe einen normalen Blutdruck. Ja. Ich dann musst du kalte Bäder. Okay, wir sind ja eher schwieriger Kandidat. Ja, genau. Der also, möchte nicht krank sein. Es muss ja nicht jeder machen.
Aber das Tolle ist, wie ich das erlebe, ist, wenn wir krank werden, wenn wir chronisch krank werden, wenn wir anfangen, mehrere Sachen auch noch gleichzeitig zu nehmen, dann kommen wir so schnell an unsere Grenzen, dann sind wir nur noch krank, haben nur noch Nebenwirkungen. Und wenn man auf dem Weg versteht, dass unsere Lebensweise, ja, und auch Naturheilkunde, andere Systeme uns so gut stützen können, dann brauchen wir gar nicht so viel Tabletten, dann geht es uns besser, wir sind vitaler, kreativer, etc. Und das Besondere jetzt bei der besseren Medizin für Frauen ist, es sind nicht nur Hausmittel, sondern es sind auch andere Medizinsysteme. Ja, also es gibt einfach bestimmte Medizinsysteme wie Ayurveda oder traditionelle chinesische Medizin, wie das Bonshatian, also Blutegel, was auch immer, Adalas. Mm. Es gibt viele andere Systeme, die uns richtig gut stützen können. Mm. Zum Glück gibt es ja eine Tendenz, auch in der Schulmedizin, so ein bisschen ergänzend das immer mehr dazu zu nehmen. Da geht der Weg lang. Ja, auf jeden Fall. Du hast aber noch einen guten Tipp gegen Rheuma. Den kannte ich so auch noch nicht, wenn man morgens steife Hände hat. Ne? Genau, also Rheuma ist auch eine Frauenkrankheit. 2/3 der Betroffenen sind Frauen bei so Rheuma. Viele. Und das ist nicht das allein Schlimme, sondern Frauen bekommen Rheuma früher und oft noch schlimmer als die Männer. Die sprechen auch nicht gut auf die Medikamente manchmal an, haben stärkere Nebenwirkungen. Also die ganze Situation ist deutlich schwieriger für Frauen. Und auch da ist es wichtig, sich mal mit anderen Sachen zu helfen, wie so zum Beispiel einer Radonkur. Ja, oder in diesem Fall eben dem wollten wir es ausprobieren. Was ist Radonkur? Radon ist eigentlich strahlenaktiv. Mhm. Ne? Wir befürchten, dass wir hören, das kennen es ja manchmal beim Thema Keller oder sowas. Aber wenn man das niedrig dosiert einsetzt, zum Beispiel in Bädern, in Radonbädern, die gibt es übrigens in warm, oder eben in so als in gasförmiger Form, dann kann das sozusagen unser das Rheuma deutlich mildern, weil es das Immunsystem umlenkt. Mhm. Es gibt so tolle Sachen. Gibt es nicht was mit Linsen? So ja, genau. Linsen, das Linsenbad. Wollen wir es ausprobieren? Habt ihr's? Hast du hat jemand? An deiner Seite stehen sie. Ach, da stehen welche. Schau mal hier. Super. Okay, also keine gekochten. Ich liebe Hausmittel. Nein, die sind so einfach und billig und die funktionieren so gut. Und das kann man ganz, ganz oft verwenden. Und zwar mache ich das warm, wenn ich rheumatische Finger habe, die sich morgens schwer bewegen lassen. Dann tue ich das ganz kurz in die Mikrowelle oder in den Ofen, tue die Hände so rein und arbeite da drin. Und dann werde ich merken, dass die Wärme mich beweglicher macht, ja, weil es einfach die Durchblutung fördert. Habe ich jetzt aber gerade dicke rote Nuckel da überall und es tut mir richtig schweinemäßig weh, dann weiß ich tue das in den Kühlschrank und mache das Gleiche. Ich bewege die ganz langsam da drin rum und durch die Kühlung wird die Entzündung gehemmt und die Schmerzen gehen weg. Es gibt so einfache Sachen, die wirklich hilfreich sind. Toll. Wirklich super, danke. Danke. Ganz kurz noch, Franziska, du hast so ein Mittel, davon habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht genau, wie es geht, wenn man Angstzustände bekommt. Angststörungen werden jedenfalls Frauen auch sehr oft zugeschrieben. Ja, ist auch so. Ganz einfach mit Klopfen soll man gegen die Angst arbeiten können? Genau, das ist auch eine Kombination von traditioneller chinesischer Medizin und dem NLP, also dem neurolinguistischen Programmieren. Das ist ganz interessant. Frauen sind viel von Phobien betroffen, mehr als Männer, aber es gibt es auch natürlich bei Männern. EFT-Klopfen nennt sich das. Und das ist eine Technik, die man erlernt. Da braucht man nur ins Internet gehen, dann sieht man das. Wir können das ja mal alle zusammen ganz machen. Ja. Also für alle, die noch Angst haben vor ihrem Auftritt, ihr seid ja noch tief entspannt. Hast du noch Zeit? Also das hat zwei Bestandteile. Das eine sind diese beiden Finger, mit denen man bestimmte Punkte, Meridianpunkte beklopft. Also es ist zum Beispiel hier diese Karatekante. Super, die Zuschauer machen es auch alle mit. Ja. Dieser Punkt. Dann der Broschenpunkt hier zum Beispiel ist sehr präsent, der funktioniert sehr gut. Dann gibt es diese, diese Punkte hier. Nicht aufs Mikro. Das sieht ein bisschen komisch aus, gerade fällt mir auf. Ja. Aber ja. Das also, egal, wir sehen da jetzt mal ganz galant drüber weg, die Augenbrauenpunkte und diese Punkte. Und der Witz ist, ich mache das in Kombination mit Sätzen. Das heißt, ich sage, ich habe so eine Angst, jetzt in die NDR Talkshow zu gehen, aber ich werde das schaffen. Das ist dieses neurolinguistische Programmieren. Ich werde das schaffen. Ich sage das ganz laut. Ja? Ich mache das und ich sage, ich werde das schaffen und ich mag mich so, wie ich bin. Auch wenn ich 5 Kilo zu viel habe, es ist kein Problem. Ich werde das schaffen. Alles klar. Franziska, vielen Dank. So, ich fand es aber ganz schön, eben zu beobachten im Publikum. Natürlich, jede Frau macht sofort mit und die Männer erst so, ach, nö, das ist nicht so meins. Auch typisch. Ist so typisch, ne? Ja. Wobei ich noch eine Sache erklären muss, Franziska, du hast am Anfang gesagt, hier sitzen 4 Frauen und 3 Männer. Ich frage immer, wer von uns 4 Männern kein Mann ist? 3, 4. 4 Frauen und 4 Männer.
Ach so, ist das so? Ja. Okay, naja, zählen ist auch eine Kunst. Gut. Wir wollen tatsächlich über die Freiheit an dieser Stelle sprechen. Und viele sagen, ja, das ist doch ein Gefühl, das kennen wir alle, frei zu sein, eine Selbstverständlichkeit. Für unseren nächsten Gast ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Erst seit einem Jahr, 9 Monaten und 1 Woche, wir haben nochmal nachgezählt, lebt er in Freiheit, nachdem er mehr als 33 Jahre lang in US-amerikanischen Haftanstalten einsaß. 1986 wurde er inhaftiert und 4 Jahre später für einen Doppelmord zu 2 lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Im Herbst 2019 dann auf Bewährung entlassen. Schuldig oder unschuldig, darum kann es hier nicht gehen. Juristisch ist es so, dass sie auf Bewährung freigelassen worden sind. Und deshalb sprechen wir nicht um Schuld oder Unschuld, sondern um das neue Leben in ihrer Freiheit, weil darüber haben sie ein Buch geschrieben. Guten Abend, Jens Söhring. Ich habe mich ebenso gefragt, als wir mit Franziska Rubin über Gesundheit gesprochen haben. Ich stelle mir das so vor, wenn man 33 Jahre im Gefängnis war, die letzten 10 Jahre in einer Zelle von 7 Quadratmetern mit einem Mithäftling. Okay. Kann man da überhaupt auf seine Gesundheit achten? Gibt es Nebenwirkungen oder Auswirkungen gesundheitlich aus dieser Haftzeit? Ja, also ich habe ziemlich fanatisch Sport getrieben, Hanteln gestemmt und gejoggt. Und dann habe ich auch 9,5 Jahre lang 2 Stunden am Tag meditiert und dann aufgehört. Ja. Aber ja, also ich, so gut ich konnte, habe ich mich um meine Gesundheit gekümmert. Aber all das, was wir so kennen als Gesundheit, zum Beispiel auch gesunde Ernährung und sowas, da hatten Sie ja gar keinen Einfluss drauf. Nein. Ich hatte glücklicherweise sehr aktive Unterstützerkreise, die mir Geld zugeschickt haben. Also konnte ich mir halbwegs gesundes Essen im Kiosk kaufen. Also auch, man kann sagen, im Knast als eine Frage des Geldes. Wer es hat, der kommt da besser durch. Tatsächlich. Wir wollen, bevor wir weitersprechen, nochmal auf den Fall gucken, der deshalb vielen, glaube ich, auch in Deutschland noch in Erinnerung ist, weil das war auch wirklich für mich damals, wir sind ja interessanterweise nahezu gleich alt, ich bin ja älter, ich kann mich an diese Bilder von damals noch erinnern, weil es der erste Prozess ist, der eigentlich medial in dieser Form begleitet wurde. Wir fassen den Fall nochmal zusammen. Es ist das Jahr 1985, als das Industriellen-Ehepaar Nancy und Derek Hazem in seinem Haus in Virginia ermordet aufgefunden wird. Die beiden sind die Eltern von Jens Sörings damaliger Freundin Elizabeth. Die Studenten fliehen nach England, werden dort aber gefasst und in die USA ausgeliefert. Anfangs gesteht der zur Tatzeit 18-jährige Jens Söring den Mord, nimmt das Geständnis aber später zurück und sagt aus, er habe seine Freundin vor der Todesstrafe schützen wollen. Der Sohn eines Diplomaten hatte geglaubt, dass er wegen seines Vaters Immunität genieße und beteuerte vor Gericht seine Unschuld. I'm innocent. Doch 1990 wird er nach einem Indizienprozess für den Doppelmord zu 2x lebenslänglich verurteilt. Auch Elizabeth Hazem wird wegen Anstiftung zum Mord zu insgesamt 90 Jahren Haft verurteilt. Während seiner gesamten Haftzeit kämpft der heute 55-Jährige für seine Freilassung. Ende des Jahres 2019 wird er auf Bewährung entlassen und nach Deutschland abgeschoben. 33 Jahren, 6 Monaten und 25 Tagen endlich hier in Deutschland zu sein. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Und jetzt sitzen Sie bei uns. Ich muss mal fragen, die Menschen, die dort auch am Flughafen waren, Sie haben eben schon von den Freunden gesprochen. Ja. Wer sind diese Menschen? Das sind ganz normale Menschen, die sich mit dem Fall befasst haben und auf mich zugekommen sind. Die haben mir Briefe geschrieben und ich habe zurückgeschrieben. Und auf diese Weise haben sich Freundschaften entwickelt. Und glücklicherweise sehr viele. Es waren große Unterstützerkreise in den Vereinigten Staaten und auch in Deutschland. Man muss sagen, es gibt ja auch Prominente, also John Grisham zum Beispiel, der sich auch immer wieder dafür eingesetzt hat und gesagt hat, er ist ehemaliger Strafverteidiger, aber jetzt auch Bestsellerautor, dass da vieles an dem Fall nicht so ist. Er hat zudem einen Politiker und Sie kamen dann zurück, sind nach Hamburg direkt gekommen. Mhm. Warum nach Hamburg? Hatten Sie Bezug zu Hamburg? Nein, eine Familie in Hamburg hat mich aufgenommen, freundlicherweise. Also man sagt so eine Gastfamilie. Ja, eine Gastfamilie, genau. Von der schreibe ich auch ein Buch. Ich habe mir das jetzt mal so überlegt, 1985, 86, so diese Zeit, da gab es noch die Mauer. Das war die erste Amtszeit von Helmut Kohl.
86 sind tatsächlich Portugal und Spanien erst in die EU gekommen. Wir haben so grauenhafte Musik wie Modern Talking gehört. Boris Becker hat Wimbledon gewonnen und dann 33 Jahre weg. Wie war dann plötzlich wieder in Deutschland sein? Was war der erste Eindruck, als Sie in Frankfurt bzw. in Hamburg ankamen? Der allererste Eindruck ist wahrscheinlich ein bisschen peinlich. Nach meinem Abflug aus den Vereinigten Staaten im Vergleich, wie sauber das hier alles war in Deutschland. Ja. Ich habe die Vereinigten Staaten verlassen an einem sehr regnerischen Tag. Es war ziemlich stürmisch. Und der Flughafen in Washington war ja nicht so super sauber. Aber als ich in Frankfurt ankam, schien die Sonne und es war einfach ein wunderschöner Tag. Und das war aber mein erster Eindruck. Das Leben im frisch gewaschen. Das Leben im Gefängnis, das beschreiben Sie ja auch in im Buch, ja. Es wird einem ja quasi das Denken dahingehend abgenommen, dass es ja alles reglementiert ist, alles vorgeschrieben, es gibt Wegzeiten und. Sie beschreiben auch diese Trillerpfeife, jedes Kommando wird eigentlich mit Trillerpfeifen gemacht. Wie war dann so das erste Mal in Freiheit morgens das Aufwachen? Das, was mich tatsächlich aufgewacht hat an dem allerersten Morgen in Freiheit, war die Stille. Denn ich war so gewohnt gewesen, über Jahrzehnte hinweg, dass es so laut war, gerade am Tagesanfang. Und da bin ich durch die Stille aufgewacht und konnte es gar nicht fassen. Das war wirklich schön. Das war ein wunderbarer Moment. Aus der Zeit im Gefängnis, die letzten 10 Jahre waren Sie ja wirklich auf 7 Quadratmetern. Das war ich die ganze Zeit. Abgesehen von einem Jahr, da war ich in einem sogenannten Supermax-Gefängnis. Da hatte ich tatsächlich 8 Quadratmeter. Ja. Aber es war immer mit 2, fast immer. Sind also auch völlig überbelegt, die Gefängnisse, muss man sagen. Das, wo Sie jetzt zum Schluss waren, war ausgelegt für 600, aber es waren 1100 Strafgemeinden. Das heißt, Sie waren immer mit einem Mithäftling. Sind aus dieser Zeit auch Beziehungen, anscheinend Freundschaften entstanden mit Mithäftlingen? Sehr, sehr selten. Ich würde sagen, in 33 Jahren hatte ich vielleicht 4 Mithäftlinge, mit denen ich tatsächlich richtige Freundschaften hatte. Aber es ist jetzt so, dass ich jetzt noch mit 2 ehemaligen Mithäftlingen und auch meinem Zellenmitbewohner in Kontakt bin. Mhm. Denen schicke ich manchmal Geld. Mhm. Denen geht es richtig dreckig. Man muss sagen, Sie schicken ihnen Geld. Sie haben jetzt Ihr Studium nicht beenden können damals, als Sie dann Mitte der 80er, da haben Sie gerade angefangen zu studieren. Sie konnten keine richtige Ausbildung machen über die 33 Jahre. Sie kamen dann raus. Wovon leben Sie heute? Als Schriftsteller. Ich habe ja 6 Bücher während der Haft veröffentlicht. Und das ist jetzt mein 7., das erste in Freiheit. Und damit versorge ich mich jetzt selber. Ich bin nicht vom Staat abhängig, ich habe keine staatliche Sozialhilfe in Anspruch genommen. Ich kümmere mich um mich selber. Und das nächste Feld ist jetzt, wo die Corona-Sicherheitsmaßnahmen gelockert werden, möchte ich gerne als Redner arbeiten im Bereich Resilienz. Denn wie man mit existenziellen Notlagen fertig wird, da habe ich richtiges Expertenwissen. Das habe ich 33 Jahre lang unter Beweis stellen müssen. Und da habe ich was ich weiterreichen kann. Was mir wirklich wichtig ist eben etwas in diesen 33 Jahren zu finden, was Wert hat für andere Menschen. Ich möchte nicht, dass das einfach ein schwarzes Loch ist in meiner Biografie. Und mir liegt auch daran, anderen zu helfen. Ich hatte mich das auch gefragt, als ich das dann so las, weil Sie natürlich immer wieder, egal wo Sie hinkommen, jeder, der auf Sie zukommt, ist immer sofort in der Position, wo er natürlich wertet. Hat er es getan? Hat er es nicht getan? Ist er schuldig? Ist er nicht schuldig? Sie haben es oft gesagt und haben begründet, warum Sie damals zunächst Schuld eingestanden haben und es dann zurückgenommen aus der Liebe zu Ihrer Freundin. Aber trotzdem, wie gehen Sie damit um, wenn die Menschen immer auf Sie zugehen und sich diese Frage stellen? Also ich stelle mich den Fragen und letztlich ist es so, dass ich auf die grundsätzliche Vernunft der Menschen zählen muss. Wenn man sich näher mit dem Fall befasst, dann kommt man zu dem gleichen Schluss wie John Grisham, der tatsächlich mich für vollkommen unschuldig hält und jetzt ein guter Freund von mir ist. Wir telefonieren etwa alle 2 Wochen. Oder zum Beispiel dem leitenden Ermittler der Mordkommission im ersten Jahr des Falles, der mich ja 2016 im Gefängnis besucht hat und sich bei mir entschuldigt hat. Aber rein juristisch ist es so, Sie sind auf der Währung raus und deshalb müssen wir sagen, ich bin Doppelmörder, juristisch. Und das ist eben das Problem, was ich habe. Das war sehr bitter für mich. Mhm. Es gab tatsächlich einen Moment, als ich informiert wurde, dass man mich nur entlassen würde auf Bewährung. Da habe ich mir tatsächlich kurz überlegt, das auszuschlagen
und darauf zu bestehen, dass man mir erst meine Unschuld anerkennt, bevor ich das Gefängnis verlasse. Kann man das nicht nachträglich noch machen? Kann man. Und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Das ist tatsächlich so, man kann es nachträglich machen. Das Problem, das grundsätzliche Problem ist, wird immer sein, wenn man meine Unschuld anerkennt, dann habe ich einen Anspruch auf Haftentschädigung in der Höhe von 1,4 Millionen Dollar. Und das ist natürlich dann sehr bitter, wenn man als Politiker seinen Wählern erklären muss, dass man 1,4 Millionen Dollar von ihren Steuergeldern nach Deutschland schickt, an einen Typen, von dem viele Leute glauben, dass er schuldig ist. Und das ist halt einfacher zu sagen, er ist schuldig. Haben Sie mal mit dem Gedanken gespielt, als Sie rauskamen, zu sagen, okay, ich muss die 33 Jahre jetzt irgendwie hinter mir lassen, ich nehme mir einen neuen Namen, eine neue Identität? Das ist mir geraten worden, tatsächlich. Ja. Und ich habe mir das auch überlegt und ich habe es ganz absichtlich ausgeschlagen. Ich will nicht vor meiner Vergangenheit weglaufen. Und ist es auch so, wenn ich das tun würde, dann wären diese 33 Jahre reiner Verlust. Aber wenn ich jetzt mit diesen 33 Jahren arbeite und da etwas finde, was ich an andere Menschen weiterreichen kann, dann bekommen sie einen Wert. Und deshalb begebe ich mich jetzt in diese Richtung Resilienz. Ich will was damit machen. Sie haben Verlust angesprochen. Was Sie ja verloren haben, ist auch Ihre Familie. Also Ihr Vater, Ihr Bruder haben keinen Kontakt mehr zu Ihnen. Haben Sie Verständnis dafür? Denn es ist so, die ersten 15 Jahre meiner Haft haben die sich ganz vorbildlich, besonders mein Vater, ganz vorbildlich um mich gekümmert. Kann man eigentlich gar nicht besser gemacht haben, wie er es gemacht hat. Und dann kam es nach 15 Jahren zu einem Zerwürfnis, was über die Gründe möchte ich jetzt nicht sprechen, denn diese Menschen haben genug unter mir gelitten. Sie mussten ja mit einem Sohn leben, der als Doppelmörder im Gefängnis ist. Ich habe denen sehr viel Schaden zugefügt, sehr viel Leid. Und jetzt hier unsere schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen, möchte ich nicht tun. Die haben Besseres von mir verdient und ich fühle mich auch in deren Schuld. Respektieren das, dass Sie dann auf Distanz gehen. Ich bereue das. Ich bereue das sehr. Ja. Ihre Mutter. Darf ich mal einmal was fragen? Ja. Diese Resilienz, von der Sie jetzt mehrfach gesprochen haben, also diese Widerstandsfähigkeit, überhaupt diese Fähigkeit, das zu überleben, was Sie hinter sich haben, diese 33 Jahre. Woher haben Sie die? Haben Sie die sich auch antrainiert oder was hat Ihnen geholfen, das zu überstehen? Es wird sich jetzt ironisch anhören, ja. Aber der Schlüssel war tatsächlich, dass ich unschuldig war. Denn das gab mir etwas, wofür ich kämpfen konnte. Und wenn man in einer richtig schlimmen Situation ist, muss man mehr als alles andere ein Ziel haben. Etwas, einen Grund zu kämpfen, einen Grund weiterzumachen. Und die meisten meiner Mithäftlinge, nicht alle, aber die meisten waren ja schuldig. Und die konnten eigentlich nichts tun, außer ihre Strafe zu ertragen. Passiv. Und das ist sehr, sehr schwer. Und daran geht man zugrunde. Also als Resilienzratgeber würde ich sagen, der erste Schlüssel zum Überleben und zum Gedeihen in Stresssituationen ist tatsächlich, man muss einen richtig guten Grund finden, um zu kämpfen. Aber wie lange haben Sie denn gebraucht, um diesen Grund zu finden? Den hatten Sie ja wahrscheinlich nicht am Anfang, wenn man erst denkt, man ist da ungerecht im Knast. Also die ersten 3 Jahre war ich unter direkter Androhung der Todesstrafe, weil ich in England verhaftet wurde und da musste ich zum Europäischen Gerichtshof gehen. Da ging es einfach rein ums Überleben. Ich wollte nicht hingerichtet werden. Und dann kam der Prozess, der vor der ganzen Welt übertragen wurde im Fernsehen. Und am 21. Juni 1990 wurde ich verurteilt. Und das hatte ich eigentlich nicht erwartet. Ich dachte, man würde es schon erkennen. Ja? Ist dann nicht passiert. Und ich habe tatsächlich in der Nacht versucht, mich selber umzubringen. Ich habe eine Plastiktüte über meinen Kopf gesteckt. Und offensichtlich habe ich es nicht geschafft. Ich war offensichtlich zu feige und habe mir die Plastiktüte runtergerissen. Und dann kam eben bei mir diese Erkenntnis, durch Selbstmord kommst du hier nicht raus. Dann bleibt eigentlich nur noch als einzig andere Option zu kämpfen. Denn das Urteil akzeptieren und zu sagen, das ist einfach nicht wahr, das ist eine Lüge. Das kann man nicht akzeptieren, da muss man kämpfen. Aber es muss ja eigentlich ein ständiger Stress gewesen sein, oder? Die ganze Zeit. Sie müssen doch die ganze Zeit gestresst gewesen sein. Das stimmt. Und da ich vermute, dass deswegen das Meditieren wichtig war, oder? Ja, also das Meditieren hatte zu tun mit einer Sinnsuche.
Denn ich war zu dem Zeitpunkt Katholik und habe versucht zu erkennen, wie mein Schicksal in Einklang gebracht werden konnte mit dem Willen Gottes, der ja angeblich gut sein soll. Wie kann ein guter Gott sich wünschen, dass ein unschuldiger Mann jahrzehntelang im Gefängnis ist? Mhm. Wobei das, da hat die Meditation, mhm, das ist, war christliche Meditation, Meditation ist immer Meditation, es ist immer das Gleiche, es gibt verschiedene Gerüste drumherum, autogenes Training, Buddhismus, die Gerüste drumherum sind immer anders. Ich muss nur immer, weil wir juristisch auch sauber sein müssen, also wir reden jetzt immer von Unschuld, also Sie sind momentan auf Bewährung raus, also auf Bewährung. Nee, die Bewährung endete am Flughafen. Genau, aber, so, ja, so, na, also müssen wir nur sagen, also Sie wussten für sich, ob der Unschuld, aber juristisch ist immer noch natürlich der Schuldspruch da. Ja, das wird da juristisch ganz sauber. Was ich mich jetzt aber auch so gefragt habe, viele Sachen, die auch in den Jahren, wo Sie im Gefängnis waren, eigentlich stattfinden, Familiengründung, Beruf aufbauen, Haus bauen, das hat alles nicht stattgefunden. Also jetzt zum Beispiel sowas wie eine Lebenspartnerin, eine Familie zu gründen, sind das jetzt Wünsche, wo Sie sagen, ja, das möchte ich gerne noch, oder wie stehen Sie dazu? Die Vergangenheit aufholen oder nachholen, das kann ich nicht. Mhm. Ja, ich kann nur in die Zukunft blicken und versuchen, mir jetzt ein Leben aufzubauen mit dieser schwierigen Vergangenheit und eben der Tatsache, die Sie gerade angesprochen haben, dass das Unrecht eigentlich andauert. Aber das kann ich, das mache ich, ich mache weiter und hoffentlich gelingt es mir, auch in dieser Welt mit dieser Vergangenheit etwas Neues aufzubauen. Das ist meine Hoffnung. Mhm. Und dann schauen wir jetzt mal nach vorne. Sie haben schon gesagt, was Sie alles so vorhaben. Gibt es auch so Dinge, die sagen, die würde ich gerne mal nachholen oder die würde ich vielleicht gerne noch mal machen? Also heute Morgen war ich bei meiner allerersten Wohnungsbesichtigung in meinem ganzen Leben. Ja. Und jetzt hoffe ich, dass ich die Wohnung auch bekomme. Wir wissen ja alle, wie schwierig das ist, gerade in Hamburg. Ja. Aber mein erstes eigenes Zuhause zu haben, auch wenn es nur ganz klein ist, das wäre wirklich, wirklich schön. Da freue ich mich richtig drauf. Ich habe jetzt noch mal das zeitlich Revue passieren lassen. Als Sie nach Deutschland kamen, waren Sie jetzt gerade da, dann kam der Lockdown. Das war für uns alle, die wir dann plötzlich mal ein paar Wochen zu Hause sein mussten, ja fast wie eingesperrt sein. Sie haben gesagt, für mich war das im Grunde genommen ja fast schon gut. Ja. Es war zwar ein Lockdown, aber ich wurde nicht gleich mit allem, was an Möglichkeiten da ist, konfrontiert. Genau. Die Welt ist ja sehr, sehr viel schneller geworden seit 1986. Mhm. Es ist für Sie vielleicht nicht so erkenntlich, weil Sie langsam in diese Welt reingewachsen sind, in die immer schneller werdende Welt. Aber wenn man dann so rauskommt, aus dem sehr trägen und langsamen Gefängnisleben noch dazu, in diese superschnelle Welt, die wir heute haben, ist das schon ein Schock. Mhm. 2,5 Monate danach entschleunigte sich diese Welt. Nicht? Und plötzlich bekam man eben diese Möglichkeit, quasi im halben Tempo mitzumachen und so sachte reinzukommen. Das hat mir sehr geholfen. Mhm. Ja, gut. Jens Söhring, wir danken erstmal, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Reise 33 Jahre und auf das neue Leben, das Sie jetzt führen. Und dafür wünschen wir Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja, Sie kennen sie fast alle, nehme ich an, aus den Tagesthemen und aus dem Morgenmagazin. Da präsentiert sie nämlich seit Jahren den Sport. Im letzten Jahr stand die Welt ja still, nicht nur für uns, für Sie ganz besonders, weil Sie bekamen nämlich die Diagnose Brustkrebs. Eigentlich ist sie im Dezember geboren, aber sie hat diesen Sommer ihren ersten Geburtstag gefeiert. Okka Gundel ist bei uns. Herzlich willkommen, Okka. Erstmal zu diesem ersten Geburtstag. An welchem Stichtag machst du das fest? An dem Tag, wo mir im vergangenen Jahr die Ärzte gesagt haben, dass ich wieder gesund bin. Das war letztes Jahr am 12. August. Und bei so einer Krankheit weiß man ja nie, was das für eine Halbwertszeit hat. Aber ich habe mir gesagt, jetzt werde ich jeden 12. August, den ich noch erlebe, feiern. Das ist schön. Sieht blendend aus. Wie geht's dir gesundheitlich? Mir geht's gut. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder in alte Muster verfalle. Viel arbeiten, viel Stress. Da muss man tatsächlich aufpassen. Resilienz, gutes Thema, Meditation. Also ich bin hier gut aufgehoben. Ja. Das sind alles kleine Marker, die mir sagen, ja,
pass auf. Also ich muss gut auf mich aufpassen, ja. Ja, du bist auch so ein ja. neigst dazu. Wenn ich ja wieder an die Leine gelassen werde, genau. dann reize ich es gerne aus. Ja. War das jetzt, ich habe eben gesagt, die Welt stand still, ja für uns alle. War das eigentlich gut, dass das nur genau passiert ist während des Lockdowns? Diese Diagnose, hat dir das geholfen oder hat es das noch schlimmer gemacht? Beides. Also erstmal war es natürlich schlimm, weil das für die ganze Familie komisch war, dann noch mit dem Lockdown obendrauf. Ne? Das war ja dann auch noch alles anders, dass die Kinder noch nicht mal ihren Alltag hatten, dass sie nicht zur Schule gehen konnten, dass sie nicht abgelenkt wurden. Das war natürlich quasi dann on top blöd. Für mich persönlich muss ich sagen, beziehungsweise mein Mann musste dann natürlich auch das Homeschooling machen und solche Sachen. Das war schon dann noch eine Belastung obendrauf. Für mich persönlich war es... nicht schlecht. Ich fühlte mich da nicht so alleine, muss ich sagen. Ich fand erst, als ich die Diagnose bekommen habe, ich gedacht, oh, alle können so weitermachen, nur ich nicht. Alle haben ein schönes Leben, nur ich nicht. Nur meine Welt steht still und das hat sich dann auf komische Weise ja geändert. Und das hat mir geholfen, gleichwohl ich natürlich nicht sagen möchte, dass Corona gut war. Aber für meine Situation hat es mich manchmal ein bisschen versöhnt. Ja. Verstehe. Du bist ja nun schon länger wieder im Fernsehen, aber vor deinem ersten Auftritt hast du gepostet, in 17 Jahren die erste Sendung ohne Haarprodukt. Mhm. Neues Leben, neuer Look, selber Kanal. Das heißt, diese Frisur, also man kannte dich ja früher mit etwas längeren, hellblonden Haaren. Ja. Ist das ein Statement auch? Das ist erstmal ein Statement, ja. Das hat natürlich auch Mut gekostet, so dann vor die Kamera zu gehen. Aber ich wollte jetzt auch nicht so lange warten, bis sie wieder lang sind. Und abgesehen davon fand ich es gut. Und als meine Tochter gesagt hat, Mama, du siehst aus wie eine Influencerin, habe ich gedacht, bestes Kompliment. Geschafft. Bestes Kompliment von einer... Ja, und vor allem, Franziska wird das auch nachempfinden können, André vielleicht auch. Es ist, glaube ich, wahnsinnig praktisch, oder? Wenn man nicht immer so viele Haare pflegen muss. Es geht alles super schnell, ja, das stimmt. Das ist, es ist angenehm, man sieht irgendwie immer gleich aus. Ne? Früher bin ich oft, wenn ich jetzt privat unterwegs war, mit einer Mütze rumgelaufen, ich dachte, ach, Haare kann ich jetzt nicht mehr machen, sondern Mütze auf. Das ist im Übrigen auch interessant. Ich habe jahrelang, ein Leben lang Mützen gerne getragen. Als ich sie tragen musste, weil die Haare ausgefallen sind, habe ich sie natürlich gehasst. Und ich möchte es auch jetzt erstmal nicht wieder aufnehmen. Mhm, ja. Kann ich nachvollziehen. Ja. Okay, nicht nur, weil du aus Friesland kommst, haben wir ein besonderes, typisches Getränk für dich vorbereitet. Oha. Nur für dich, nicht für alle diesmal. Oh Gott, jetzt werden wir geizig. Jetzt werden wir komisch. Und zwar sollte jetzt in diesem Moment eigentlich der Earl Grey Tee, da ist er. Oh, der Earl Grey Tee für dich. Ja, danke schön. Danke schön. Danke, Ariane. Danke schön. Und nicht nur, weil es so ein typisches ostfriesisches Getränk ist, trinkst du ihn gerne, sondern auch daran machst du ja was ganz Bestimmtes fest. Ne? Ja, in dem Earl Grey ist ja Bergamott drin. Und Bergamott hat mir sozusagen, so sage ich es immer, zumindest mein Leben gerettet. Denn ich habe ja den Knoten selbst ertastet. Hat jetzt erstmal nichts mit dem Tee zu tun. Und warum habe ich ihn ertastet? Weil ich nach dem Joggen geduscht habe. Und eigentlich schon fertig war und dann dachte, ah, da steht ja noch mein neues Duschgel, Bergamott. Probiere ich doch noch mal aus. Was habe ich da angemacht? Das Duschgel genommen und dann den Knoten ertastet. Und deshalb ist mir Bergamott so ans Herz gewachsen irgendwie. Es hat für mich eine besondere Bedeutung und da in Earl Grey viel Bergamott drin ist, trinke ich ihn jetzt besonders gerne. Und während der Chemo, wo man ja so auch wirklich seinen Geschmack verliert oder metallischen Geschmack im Mund hat, wirklich, das ist nicht besonders schön. Das Einzige, was ich gut schmecken konnte, war süß. Und dann habe ich meinen Earl Grey mit ganz viel Zucker getrunken, was man natürlich im normalen Leben nie tun würde. Aber in der Zeit habe ich mir das gegönnt. Und deswegen, ja, Earl Grey, Bergamott ist eine gute Kombination. Ja, nimm gerne da gleich ein Stückchen zu dir. Schluck. Du hast dir aber gewünscht, das fand ich auch interessant, irgendwann mal mit deinen Kindern kein Earl Grey, sondern ein Glas Rotwein trinken zu können. Mit deinen Kindern, die ja noch Kinder sind, die noch nicht erwachsen sind. Genau, ja, so ist das. Also ich trinke ja sehr gerne Rotwein, das ist meine große Leidenschaft. Und als ich krank war, haben dann alle gesagt, ja, was willst du denn da machen? Und wenn du wieder gesund bist? Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich habe eigentlich nichts. Das Einzige, was ich wirklich gerne noch machen möchte, ist mit meinen Kindern ein Glas Rotwein trinken. Und das hat mich dann auch natürlich angespornt, weil die natürlich noch ein bisschen brauchen, bis sie Rotwein trinken dürfen. Der Jüngste ist 8. Und das hat mir so ein bisschen Power auch gegeben, durchzuhalten und das durchzustehen. Weil natürlich, während ich krank war, war mir jetzt auch nicht nach Rotwein.
jetzt trinke ich ihn schon mal wieder, aber eben noch nicht mit den Kindern. Ja, und das ist mein Wunsch, irgendwo am besten in Südfrankreich, in so einem schönen, einfachen Dörfchen unter einer schönen Plantane auf dem Marktplatz, ein Glas Rotwein zu trinken. Das ist eins meiner großen Ziele. Eine ganz tolle Perspektive. Ockert, zum Anlass deines Besuchs vor 3 Tagen war ja der Welt-Alzheimer-Tag. Du engagierst dich schon lange für die Alzheimer-Forschung. Wie kam das eigentlich? Ja, ich habe zu einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens, genauer gesagt, als ich mit meinem jüngsten Sohn schwanger war, 2012, gedacht, boah, mein Leben ist echt gut, mir geht es gut. Ich habe einen schönen Job, ich verdiene genug Geld, ich habe meine Familie. Ich würde gerne auch was Gutes tun für andere. Und wie das ja so ist bei uns in der Branche, haben ja viele auch ein Ehrenamt. Und dann habe ich gedacht, Ehrenamt ist irgendwie cool, suche ich mir auch eins. Und habe erst mal ein bisschen den Markt sondiert und geguckt, was macht man denn so als Ehrenamt. Und fast alle oder sehr, sehr viele machen ja was mit Kindern. Mhm. Das ist ja auch gut und wichtig, denn den Kindern gehört ja die Zukunft. Und habe ich aber gedacht, wer macht denn eigentlich was für die Alten? Und da gab es jetzt nicht so viel. Und dann kamen wir schnell auf das Thema Alzheimer, weil ich das ja in meiner Familie hatte. Meine Oma hatte Alzheimer. Mhm. Und das passte dann, fand ich, ganz gut, weil mich auch schon als Kind oder als Jugendliche, als das losging bei meiner Oma, das so fasziniert hat, wie das sein kann, wie sowas sein kann, dass jemand eigentlich genauso aussieht wie immer, aber doch so ganz anders ist. Und dann war halt klar, ich suche mir was mit Alzheimer. Und dann habe ich tatsächlich mich wirklich aktiv auf die Suche gemacht, was gibt es da so für Organisationen. Habe dann die Alzheimer-Forschung-Initiative gefunden, die mir gut gefiel, die auch noch ihren Sitz in Düsseldorf hat, was dann auch eine örtliche Nähe hatte. Ich lebe ja in Köln. Und dann habe ich mich bei denen beworben und habe gefragt, kann ich nicht für euch irgendwas machen? Und dann haben die auch gerne ja gesagt. Und seitdem arbeiten wir zusammen. Und das ist etwas, was mich sehr erfüllt. Und ich auch froh bin, wirklich was für diese älteren Menschen zu tun, weil ich immer finde, dass sie ein bisschen von der Gesellschaft vergessen werden. Die Alzheimer-Forschung ist ja, muss man wirklich sagen, immer noch nicht sehr weit. Es gibt immer noch kein erprobtes Mittel, eine Heilung ist nicht möglich. Das könnte auch was mit Lobbyismus zu tun haben, worüber wir eben gesprochen haben. Ist ja auch eine Erkrankung, die zu 2/3 Frauen betrifft. Die weil, sie älter werden. Nachricht. Weil sie älter werden als Männer. Aber weil alte Menschen halt nicht so eine Lobby haben wie jüngere Menschen. Natürlich nicht. Weiß ich nicht. Nee. Die größte Wählergruppe ist über 40% aller Wählerinnen sind über 60. Also das ist die größte Lobbygruppe, die wir in diesem Land, glaube ich, haben. Ja, aber das sind noch nicht die Betroffenen. Die Betroffenen sind ja noch deutlich älter. Es betrifft ja hauptsächlich Menschen über 80. Das ist ja deutlich weiter. Ne? Im Grunde sind es Menschen, die jetzt für die Gesellschaft auch nichts mehr leisten, sage ich jetzt mal, ein bisschen runtergebrochen. Ich habe den Eindruck, sie werden manchmal vergessen. Und das große Problem bei Alzheimer ist, du hast es gesagt, die Forschung ist nicht besonders weit. Also es gibt immer noch kein Heilmittel gegen Alzheimer. Dabei wurde sie ja schon vor 120 Jahren entdeckt, 1901 von Alois Alzheimer. Und es gibt nichts. Also wer an Alzheimer erkrankt, der stirbt irgendwann. Nicht an Alzheimer, sondern mit Alzheimer. Ist ja dann das Immunsystem, das schwach wird. Oft sind es Lungenentzündungen. Und, ich möchte mal was Positives sagen. Bitte. Erstens, wir haben tatsächlich ein Gen, wir Frauen, das die Alzheimer-Erkrankung schwächer laufen lässt. Ja, das ist schon mal die gute Nachricht. Die Frauen kriegen es meist nicht so heftig, aber es betrifft sie deutlich mehr. Aber es gibt ganz tolle Universitäten, wie zum Beispiel Erlangen, die im Augenblick systematisch Therapien entwerfen, wo die Menschen hingehen können, 2 Stunden am Nachmittag, was dann auch die Angehörigen entlastet und wo sie lernen, diese ganz normalen täglichen Dinge festzuzurren, sodass die im Gedächtnis erhalten bleiben. Und es gibt ganz tolle Forschung, zum Beispiel zum Salbei. Es gibt 2 Salbei-Arten, Rosmarin und Melisse hochdosiert, die wirklich leichte Alzheimer-Formen stoppen können oder sogar verbessern können und auch vaskuläre Demenzformen. Also es gibt auch da so ein paar gute Sachen, wo ich sagen muss, ja, da kann man auch wirklich so ein bisschen was tun wieder. Also ein großes Problem. Ja, bitte. Ich wollte nur sagen, genau, da geht es darum, das Ganze ein bisschen zu verlangsamen. Aber es ist eben kein heilendes Mittel. Ne? Das ist einfach, um den Status quo zu halten, um den Zustand zu stabilisieren und zu verlangsamen, dass es nicht schneller schlechter wird. Ja. Klar, aber jetzt bewegen wir uns natürlich auch in einer Altersgruppe, wo das dann schon toll ist eigentlich. Ne? Weil ich meine, wir wissen, unter 70 haben nur 2% überhaupt Alzheimer. Das ist die einzig gute Nachricht sozusagen. Es trifft einen später.
Und dann ist es ja schon toll, wenn man stabilisieren kann. Ja. Also ein großes Problem, kann ich auch noch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mich ja auch mit dem Thema wegen meines Vaters viel beschäftigt, ist die gesellschaftliche Akzeptanz. Und das ist dir ja auch ein Anliegen. Die ist einfach bei vielen nicht da, weil das so eine unbekannte Krankheit ist und auch mit Scham besetzt. Dass viele Menschen denken, ich mache was falsch oder warum trifft es gerade mich oder es ist einem peinlich. Ne? Das ist und das peinlich. Sollte man ja auch aufarbeiten. Das ist die Scham, genau. Genau. Ja, für die Angehörigen ist es ja auch ein Tabuthema, lange gewesen. Und da muss ich aber sagen, ich mache das ja jetzt seit 9 Jahren, seit 2012. Und da finde ich schon, dass es das Bewusstsein, das gesellschaftliche Bewusstsein dafür hat sich schon verbessert. Also man kommt einfach auch nicht mehr drum herum. Ist ja klar, das größte Risiko an Alzheimer zu erkranken ist das Alter. Wir werden immer älter. Dementsprechend werden es logischerweise immer mehr. Stichwort demografischer Wandel. Genau, es werden immer mehr. Und dementsprechend ist es auch mittlerweile so, also als ich angefangen habe 2012 und meinen Freunden gesagt habe, im Übrigen, ich mache jetzt ein Ehrenamt, ich bin Botschafterin der Alzheimer-Forschung, da haben die mich ziemlich ratlos angeguckt, nach dem Motto, was ist das jetzt wieder für eine krude Idee? Hast du nichts anderes zu tun? Ne? Du hast hier 3 kleine Kinder. Und das ist anders jetzt. Meine Generation, da ist dieses Thema angekommen, weil fast jeder jemanden kennt, der es hat und alle sich damit auseinandersetzen müssen. Es sind ja eben nicht nur die Kranken, sondern die Familien hängen ja auch mit drin. Ne? Es ist schambehaftet, das ist das eine. Man muss es aber auch betreuen und begleiten, das ist das andere. Man muss erst mal auf die Idee kommen, ist das jetzt nur ein bisschen Tüdeligkeit oder ist das wirklich mehr? Und das ist ein schmerzhafter Prozess für alle Beteiligten. Und ich denke, da muss man einfach das Bewusstsein weiter schärfen, dass auch für die Leute was getan wird. Wie war das in deiner Familie? Wie ist zum Beispiel deine Mutter? Es war ja die Mutter deiner Mutter, genau, ne, die an Alzheimer erkrankt ist. Genau. Wie ist eure Familie damit umgegangen, mit den ersten Anzeichen und mit dem Fortschreiten? Ja, wir haben das natürlich auch erstmal so ein bisschen abgetan. Ne? Ja, ach ja, ist schon nicht so schlimm. Und sie hat ja auch ganz viele klare Momente. Ne? Das ist ja so schleichend irgendwie. Aber wenn dann natürlich diese Ausreißer größer werden und eklatanter, also bei mir persönlich war es, als ich mit meiner Oma essen war in einem Restaurant und die Bedienung erst kam und fragte, was kann ich Ihnen bringen? Und sie sagte, ich nehme den Fisch. Und die Bedienung sagte, Entschuldigung, der Fisch ist aus, gucken Sie doch mal rein, ich komme gleich noch mal wieder. Kam sie ein paar Minuten später wieder und dann hat sie gesagt, haben Sie was gefunden? Meine Oma freudestrahlend, ja, ich nehme den Fisch. Mhm. Ne? Danach bin ich auf Toilette gegangen und als ich wiedergekommen bin, hat meine Oma mich ziemlich streng angeguckt und hat gesagt, Entschuldigung, dieser Platz ist besetzt. Ich sitze hier mit meiner Enkelin. Da habe ich gesagt, ja, das bin ich. Ne? Und bei solchen Sachen, das muss man ja erstmal schlucken. Und das ist echt bitter. Und die Betroffenen erschrecken sich ja auch erstmal selbst. Und irgendwann ist es ja so, dass sie es dann auch nicht mehr so mitkriegen. Und dann irgendwann zu sagen, so, wir müssen jetzt da handeln, das ist halt der entscheidende Punkt. Ne? Und da, glaube ich, kann man viele Leute viel besser unterstützen. Glaube aber auch, dass da dieses Stigma mittlerweile ein bisschen runtergefahren ist, weil es einfach mehr Leute sind, die davon betroffen sind. Mhm. Auch Prominente, ne? Also Rudi Assauer, jetzt Gerd Müller zuletzt. Ja, also das trägt natürlich auch dazu bei. Ja. Ne? André, du guckst sehr interessiert. Kennst du auch in deinem Umfeld jemanden, der betroffen ist? Nee, ich kenne niemanden. Aber ich finde es so interessant. Kennt sonst jemand niemanden hier? Kennt jemand? Du kennst niemanden? Nee. Na krass, aber die meisten halt schon. Das ist auch schon ein Thema, finde ich, gerade wenn man herausfindet, ist es jetzt Alzheimer oder nicht. Man belächelt das ja echt tatsächlich erstmal, weil es ja auch ein paar lustige Situationen gibt in dem Moment. Mhm. Aber wenn man dann weiß, okay, also ich wurde gerade nicht erkannt, dann bekommt das halt genau die andere Schwere. Und ja, dann beschäftigt man sich mehr damit auf einmal, ne? Ich glaube, es ist immer eine Gratwanderung, einfach, man kann ja auch lachen, ne? Aber miteinander lachen, ne? Halt nicht über den anderen lachen. Ja. Das ist, glaube ich, immer wichtig und immer auf Augenhöhe zu versuchen zu bleiben, ne, mit den Betroffenen. Ja, man sagt ja auch, man sagt doch auch, dass immer, wenn man was Neues, wenn man, also zur Vorbeugung jetzt, ne? Immer wieder neue Dinge im Leben auszuprobieren und zu testen, das hilft auch. Ja, klar, also aktiv bleiben, ne? Bewegung für Körper und Geist, ne? Also das ist natürlich klar, auch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, einfach aktiv bleiben. Das ist ein ganz großes Momentum natürlich.
da es kein Heilmittel gibt im Moment, geht es natürlich viel um Prävention. Und zur Prävention gehört natürlich auch der gesunde Lebensstil, aber eben auch diese Bewegung, geistig, körperlich aktiv bleiben. Franziska, was fällt dir noch ganz ein, was wichtig. Man mit Vorbeugen machen kann? Ja, also es ist Sport. Sport ist sogar bewiesen als Gegenmittel quasi, ja, in Studien. Und Sport ist zur Vorbeugung gut. Und man weiß auch, Menschen, die schwer körperlich arbeiten, sind halt auch weniger gefährdet, Alzheimer zu bekommen. Und was für Frauen ganz interessant ist, Depression und Angst, Situationen lange auszuhalten im Leben, die unerfreulich sind, auch die Ehe teilweise, das sind große Risikofaktoren für Alzheimer. Ja, also wirklich Bewegungsarmut, diese Depression oder Angst. Man muss versuchen, da was gegen zu tun. Ja. Was für eine lustige Formulierung, Situationen, die unangenehm sind, die Ehe zum Beispiel. Ja, ich habe doch verstanden, was du meinst. Das ist wirklich auch mehr beziffert worden, das ist tatsächlich so. Gell? Musik soll ja auch gut sein. Ne? Absolut. Ja, Musik ist immer gut. Ne? Musik ist immer gut. Insofern ist André wenig gefährdet, ne, als Musiker. Also es wäre gut, jetzt mal ein neues Instrument zu lernen. Also es geht nicht darum, das, was man kann, weiter zu tun. Geige ist schon schwierig genug. Ja. aber es geht darum, immer neue Sachen zu lernen. Ne? Also das ist genau das. Man soll nicht das machen, was man kann, sondern man soll gucken, dass man durch unterschiedliche neue Aufgaben neue Synapsen verschaltet. Natürlich ein neues Instrument lernen wäre gut. Ich habe ja vor ein paar Jahren noch mal mit Schlagzeug angefangen, weil ich natürlich auf Veranstaltungen mal sage, ja, Sie müssen fit und aktiv bleiben, vielleicht ein neues Instrument. Da habe ich gesagt, ich mache es auch mal. Und das ist herausfordernd. Das ist toll. Also es ist natürlich... Für die ganze Familie. Ja, für die ganze Familie. Ich habe es auch mittlerweile wieder aufgehört. Vor zwei Wochen war ein Filmchen im Internet von einer Ballerina, die war 80, Alzheimer. Und dann hat sie, ich glaube, die sterbende Schwan gehört. Und dann hat sie alle Bewegungen wieder gemacht. Es war so schön zu sehen. Ja, die Musik an sich ruft natürlich viele Erinnerungen hervor. Und das ist was ganz Tolles. So. Es ist letztendlich was Sensitives. Ne? Ob es jetzt die Musik Gerüche ist oder ob es ein Parfum ist, das man wiedererkennt. Ne? Das ist Fotoalben, alte Bilder. Das sind schon ganz, ganz berührende Sachen, die vieles auslösen. Ne? Im Übrigen genau wie manche sagen, na ja, was soll ich denn machen? Die sitzen da und kriegen ja eh nichts mit. So eine Berührung ist total schön. Ich weiß noch, wie ich bei meiner Oma im Altenheim saß und einfach ihre Hand gehalten habe. Ne, einfach so Hand drauf. Und das merken die dann. Ne? Es kommt ja was an. Es ist ja nicht so, dass da gar nichts mehr ankommt. Sie sind halt nur einfach kognitiv megamäßig eingeschränkt. Mhm. Aber so Berührung, Streicheln, keine Ahnung. Es sind so Kleinigkeiten, die glücklich machen. Wo man meint, es macht sie glücklich. Aber wo ich zumindest sagen kann, ich habe gespürt, dass es angekommen ist. Ja, und das gibt einem ja selber dann auch wieder was zurück. Genau, ne? Okay, ganz banal, ich weiß, dass du immer anbadest. Ja? Also, dass du das sehr in der Nordsee. Ja. Wie kalt ist die und in welchem Monat machst du das zum ersten Mal? Dann? Wieder kalte Bäder. Immer kalte Bäder. Ist nicht unser Thema, André. Das ist die macht das wirklich. Ja, also ich mache das immer so Anfang Mai oder Ende April, Anfang Mai, wenn ich meine Eltern besuche, mache ich es immer mit meiner Mutter. Mein Vater setzt keinen Fuß in die Nordsee. Das ist ihm natürlich alles zu kalt, auch wenn er Kapitän war. Und das mache ich mit meiner Mutter. Da ist es, keine Ahnung, 15 Grad, 12 Grad, ich weiß es nicht, 10 Grad. Mein kältestes, was ich gemacht habe, das war am Neujahrsmorgen 2019 auf Borkum bei, ich glaube, 4 Grad. Nein. Ja. Und das mache ich auch nicht nochmal. Das habe ich jetzt einmal getan. Und sag noch, dass es freiwillig war. Sag noch, dass es freiwillig war. Es war freiwillig. Ich war so motiviert, das einmal zu machen und wollte dann auch nicht mehr zurück, obwohl ich wirklich auch keine Lust hatte. Es war auch kein schönes Wetter, also kein toller Neujahrsmorgen oder so. Es tat schon vorher weh. Und dann muss man auch Sachen unterschreiben, so auf eigene Gefahr und Herz-Kreislauf und keine Ahnung was. Überall steht die D-Allergie. Aber wir haben es gemacht und ich fand es toll. Aber Angst hatte ich vor allem bei der warmen Dusche danach. Weil ich dachte, oh Gott, das ist bestimmt nicht gut, die warme Dusche jetzt. Aber es ging, also das werde ich nicht nochmal machen. Aber ich habe es auf meiner Habenseite. Okay, aber das ist beruhigend, dass du es nicht nochmal machst. Okay, schön, dass du hier bist. Auch viele weitere Geburtstage im Sommer und im Winter. Ja, danke schön. Danke.
Dann freuen wir uns jetzt mal auf ein ganz warmes Gespräch. Ein ganz, ganz warmes, heißes Gespräch. Ja, also mit Musik geht alles besser und im Dreivierteltakt sowieso. Jetzt muss man aber sagen, 17 Monate lang, ja, warten jetzt weltweit über eine halbe Million Menschen, die nämlich Eintrittskarten für Konzerte haben, die sie irgendwie am Kühlschrank backen haben oder sonst wo liegen. Und es findet kein Konzert mehr statt, weil er nicht mehr auftreten durfte vor den Massen von Menschen. Wir freuen uns aber sehr, dass er heute da ist. André Rieu ist bei uns. Wir reden über diese 17 Monate, was man auch in dieser Zeit alles machen kann. Und meine Redaktion oder unsere Redaktion war so lieb und hatte mir eine spanische Begrüßung aufgeschrieben, die ich dir jetzt vortragen sollte. Und ich habe den Zettel in der Garderobe liegen lassen. Ja, deshalb kann ich gerade so ein Hola Chico, ¿qué tal? Und dos cervezas. Buenas noches. Lo que necesitas es amor. Ja, du hast tatsächlich, weil wir gerade geschaut haben, immer neue Herausforderungen. Du hast den Lockdown wirklich genutzt, um Spanisch zu lernen. Was ich mich dann aber gefragt habe, weil ich nachgelesen habe, Französisch, Niederländisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Latein und Griechisch sprichst du. Warum jetzt noch Spanisch? Nein, Latein, Griechisch nicht. Habe ich gelernt auf der Schule, aber spreche ich nicht. Gut, aber warum jetzt noch Spanisch? Ja, wir spielen viel in Spanien und in Südamerika. Und da habe ich dann so einen Dolmetscher, eine Dolmetscherin. Und da dachte ich, ach ja, kann ich die Zeit benutzen. Und hast Spanisch gelernt. Wie du es gemacht hast, sprechen wir gleich drüber. Aber erst einmal gucken wir auf dein Leben im Dreivierteltakt. Dieser Mann hört auf den Namen König des Walzers. Und die Geschichte des musikalischen Monarchen beginnt schon früh. Entsprungen aus einer Maastricher Musikerfamilie und umgeben von allerlei Geigen und Geschwistern, bekommt der Sohn eines Chefdirigenten den ersten Unterricht mit 5. Der Mann mit den gleich 3 zusätzlichen Vornamen, Leon, Marie und Nicolas, hat, wie es sich für einen royalen Vertreter gehört, schon lange eine Art eigenen Hofstaat. Das Johann Strauss Orchester. Mit 120 Angestellten geht die stets heitere Hoheit seit Jahrzehnten auf Tourneen um die Welt und in Stadien und hat sich zusätzlich das Amt des Königs der Romantik verdient. Als solcher lebt er natürlich auf einem eigenen Schloss. Der Valentin mit der Violine ist seit über 40 Jahren verheiratet. Glück im Spiel und in der Liebe. Ein Geniestreich. André Rieu. Ganz kurz, weil es eben vorkam, das eigene Orchester, 120 Leute, Lockdown, kein Konzert. Ja. Aber du kannst sagen, ich musste niemanden freistellen, entlassen. Niemand. Nee. Aber man fragt sich, wie hast du das geschafft? Na ja, natürlich, die Regierung hat uns unterstützt, weil ich bin ein Unternehmen. Die haben 80% von den Honorar bezahlt. Aber trotzdem, ich bin froh, dass es jetzt zu Ende geht. Ja, das war hat schon genug Geld gekostet. Das ist schon irre. Das ist das größte Privatorchester, glaube ich, der Welt. Nicht? Ja. Und ihr konntet ja auch, man weiß, ihr reist ja eigentlich, wie viele Tage pro Jahr seid ihr eigentlich zusammen? Wenn, ja, 100 Konzerte, so 150 Tage pro Jahr. Das ist ja dann schon wie eine ganz, ganz große Familie. Wenn man das 17 Monate sich nicht gesehen hat, wie sehr vermisst man sich? Ja, es vermisst man sich. War schrecklich? Ja. Jetzt wir haben wirklich einander nicht gesehen. Oh. Seit 2 Monaten dürften wir wieder eben ein Studio probieren und haben CDs aufgenommen, aber vorher wirklich nichts. Ja. Und du hast mal den schönen Satz, interessanterweise das letzte Mal gesagt, als du hier warst, 2017, auf Tournee gehen ist Urlaub. Ja, genau. So, war das dann jetzt 17 Monate ohne Tournee Arbeit zu Hause? Ja, es war nicht schön. Was war das Schlimmste? Ja, ich muss sagen, ich habe mich nicht gelangweilt, weil ich kann nicht still sitzen. Darum habe ich auch Spanisch gelernt, Stunden pro Tag und Torte gebacken. Ja. Lass uns darüber mal sprechen, weil du hast auch was mitgebracht. Du hast wirklich dir vorgenommen, Spanisch zu lernen. Wie hast du Spanisch gelernt? Ich habe auf die Schule Französisch gelernt, aber dann haben wir viel in Frankreich gespielt. Dann habe ich alle Tim und Struppi gekauft, auf Französisch. Und weil ich die auf Holländisch auswendig kenne, konnte ich natürlich vergleichen. Du hast spanische Tim und Struppi Bücher dir gekauft? Und jetzt habe ich die spanische gekauft. Ach, erst damals Französisch, dann Spanisch. Okay.
Und so habe ich dann jetzt auch, weil die auf Holländisch kenne ich die auswendig. Ich bin damit aufgewachsen. Alle Timons. Und dann wusste ich also, ah, das muss das Wort sein. Und warum gerade Timon Struppi? Warum? Weil ich Fan davon war und die 24 Bücher. Ja, super. Das mit dem Fan geht so weit, wir haben ein Foto. Ja? Denn es gibt, glaube ich, auch bei dir im Garten eine Büste von Timon Struppi. Ja. Das war ein Geschenk von meinem Sohn, wo ich 70 wurde. Und der hat das aus Holz machen lassen. Ist doch schön, nicht? Das ist super schön. Ja. Jetzt muss ich noch die Rakete haben. Ach so, die Rakete. Ja, und dann, die Rakete. Aber man sagt ja auch, dass, weshalb du in einem Schloss wohnst, hat auch was mit Timon Struppi durchaus ein bisschen zu tun. Es gibt ja auch Timon Struppi im Schloss, ne? Oder wie ist das? Wieso? Ja, ich dachte, dass es auch mit Timon Struppi, dass du in einem Schloss wohnst, dass da ein Zusammenhang besteht. Ah ja, natürlich, ja, weil in einer Seite von einem Bücher hat der alte Professor seine Erfindung verkauft und hat dann so ein schönes französisches Schloss gekauft. Ja. Und da war ich so klein, dachte ich, das will ich auch mal, so ein Schloss haben. So ein Schloss haben. Und da war ich dann mit Marjorie zusammen, haben wir den Fluss entlang spaziert. Und da sahen wir das Schloss und oh, das wäre schön. Und sagte, ja, da musst du doch ein paar CDs verkaufen, dann kannst du das vielleicht machen. Und das haben wir gemacht. Ja, toll, super. Du hast ja auch ein paar Unterlagen mitgebracht, mit denen du jetzt machst du nicht mehr Timon Struppi auf Spanisch, sondern bist schon wo angekommen? Timon Struppi, die war dann zu Ende. Ja. Und dann, ich bin ein Donna Leon-Fan. Ich habe auch die, du kennst die Serie nicht? Ja. Ich habe die Titelmusik komponiert. Und das ist spannend und schön. Ja. Und ja. Da habe ich dann angefangen, Donna Leon in Spanisch zu lernen. Das ist aber schon und dann also die Stufe 2. Habe ich jedes Wort, was ich nicht kannte, aufgeschrieben. Oh. Sagen. Und dann lernst ja. du. Und wer fragt dich ab bei den Vokabeln? Nee. Niemand. Aber das ging im Kopf. Und dann plötzlich vor 3 Monaten kam der Bericht, dass wir wieder spielen konnten. Da habe ich nichts mehr gelernt. Das war Schluss. Ja. Aber Jörg, das ist ja wieder ein typisches Beispiel dafür, man soll was Neues anfangen. Ja. Also muss ja nicht ein neues Instrument sein. Genau. Spanisch, ja. finde ich. Nee, das ist bekannt, die Sprache lernen ist gut absolut. Für die. Aber André Rieu wäre nicht André Rieu, wenn er sagt, Spanisch reicht mir in dem Lockdown 17 Mal. Ich muss noch was anderes machen. Er hat seine Backkünste perfektioniert, kann man sagen. Wie viele Torten hast du ungefähr gemacht? Wie viele Kuchen hast du gebacken? Es war so, ich kann nie schlafen, wenn ich auf Tour bin nach dem Konzert. Zu viel Adrenalin. Ja. Und dann gucke ich auf mein iPhone Backfilmchen. Und da hatte ich dann plötzlich Zeit, die alle zu machen. Ja. Du hast uns ja einen Kuchen gebacken. Ich würde jetzt gerne eine Auftrittsmusik im Dreivierteltakt. Aber hier ist unsere Torte, die du gemacht hast, die jetzt hoffentlich noch nicht weggelaufen ist. Ich hoffe, es liegt. Die kommt jetzt in Einzelteilen. In Einzelteilen zerlegt. Danke. So, ich habe jetzt so ein schlechtes Gewissen, dass das Publikum keine Torte bekommt. Aber das schlechte Gewissen geht nicht so weit, dass ich es nicht essen würde. Also ich kann meine rübergeben. Isst du sowas nicht? Ich esse keine tierischen Produkte, aber ich gebe mal meine nach hinten. Aber wer will denn die Torte? Er isst was? Ja, guck mal hier. Keine tierischen Produkte. Ah. Ja, also ich muss ehrlich sagen, für mich ist es auch deutlich besser, wenn ich jetzt keine Torte um diese Zeit. Bitte schön. Ich muss aber trotzdem mal, also ich probiere das jetzt mal. Ja, erzähl, was ist das für eine Torte? Was ist das, was also Biscuit mit ganz viel Kirsch da drin. Ja. Also wenn du den ganzen Biscuit isst, dann bist du besoffen. Was ist da drin? Kirsch. Ne? Kirschwasser. Kirschwasser. Aber gut. Und Schlagsahne und Mandarinen. Und das Orange hier ist Fondant. Mhm. Habe ich aber gestern man muss sagen, Orange gemacht. Und schmeckt? Super lecker. Schmeckt? Super lecker. Jetzt müssen Sie natürlich auch fragen, ob es schmeckt. Ja. Ja, ganz lecker wird das. Man muss dazu sagen, das bleibt auch nicht auf den Hüften hängen. Das läuft so durch, ne? Das ist der einzige ganz gesunde Torte der Welt. Gesunder Lebensstil. Ich würde das jetzt gern aufessen, aber eigentlich wollen wir auch noch ein bisschen miteinander sprechen. Was hast du mit den ganzen Torten jetzt gemacht, die du ausprobiert hast zu backen? Alle selber gegessen, oder? Nee, erst mal, mein Sohn wohnt 50 Meter von mir entfernt und da habe ich dann verteilt und dort und rechts und dann den Laden. Hey, ich habe gehört, du backst dort und mach auch was für uns und dann die ganze Straße und
Mittlerweile hat Maastricht. Also, kennt alle die Torten? Nee, ich habe selber kaum was gegessen. Mhm. Konzerte, wir haben drüber gesprochen. Also 17 Monate als Vollblutmusiker, der seit Jahrzehnten nur auf der Bühne steht, keine Konzerte zu geben. Wann geht es denn jetzt wieder los mit Konzerten? Ist das jetzt schon klar? Nee, nichts ist klar. Das ist das Schlimme. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, wo wir vor einem Jahr alle still lagen, war es viel leichter eigentlich als jetzt. Jetzt werde ich wirklich nervös, weil ich muss regeln natürlich. Ich reise mit 110 Leuten um die Welt und es ist noch immer nicht sicher, was. Aber ich hoffe, die deutsche Tour, das ist ab Januar, wird dann stattfinden, normal, mit 100% Besetzung. Du hast gerade gesagt, 110 Leute, das sind ja nur die Menschen, die auf der Bühne sind und die dann dabei sind. Da kommt ja noch die ganze Bühne an sich dazu, das ganze Equipment. Nee, 110 ist also 60 Mann Orchester und ja, der Rest in Crew. Ja, aber ich meine, die Bühne bringt ja auch ganz viel Equipment ja, alles mit. Bringen wir mit. Ja. So, wie groß oder wie lange braucht ihr eigentlich, um jetzt von A nach B zu kommen? Ein Tag. Ja, wir machen Back-to-Back. Aber ihr habt mehrere Parallelbühnen, die dann... Ja, ich habe 4 Bühnen. Alles, was du auf die Bühne siehst, habe ich 4-mal, weil wenn wir zum Beispiel morgen in Santiago spielen und den Tag nachher in Buenos Aires, das geht schon nicht. So dann, eine riesen Logistik, die dann dahinter geht, ja, das ist also, geht so ja. um die Welt. Toll. Das Maastricht-Konzert, oder Maastricht-Konzert, das ja. ist so das, was jeder, der sich ja. für dich, deine Musik interessiert, mal dabei sein möchte. Beschreib mal, was ist das Besondere daran? Das Besondere an das Maastricht-Konzert ist, dass das letzte Mal, dass wir es gemacht haben, waren 100 Nationalitäten da. Also die kommen wirklich von den Fiji Islands, von überall, um das mal zu erleben. Und das ist eine Atmosphäre, die kann man kaum beschreiben. Freunde, deshalb gucken wir uns das mal an. Was? Wir gucken uns das mal an, denn in den Morgen läuft im norddeutschen Fernsehen mit dem NDR bei uns ein Zusammenschnitt, 15 Jahre Maastricht-Konzerte. Und hier schon mal ein Vorgeschmack, das, was es morgen dann in Gänze gibt. Also wenn man das so sieht, wie viele Menschen sind da ungefähr, kann man das sagen? Wie viele Menschen? 13.000 pro Abend. 13.000 pro Abend. Wenn man das so sieht, dann denkt man, das ist schon so weit oder so weit weg, dass man solche Abende erlebt hat. Glauben Sie, dass es wieder in absehbarer Zeit solche Abende geben wird? Absolut. Ich bin davon überzeugt, diesen Sommer stehen wir wieder da. Diesen Sommer? Ja. Ja. Gut. Und du hast ja auch gesagt, also ich bin auch kein Freund davon, ein Konzert zu machen, wo nur jeder dritte Platz besetzt ist. Das mache ich nicht. Warum nicht? Na, jetzt geht das nicht, weil, wie du gesagt hast, 500.000 Karten sind schon verkauft weltweit. Mhm. Also ich kann nicht sagen, geh bitte nach Hause, die Hälfte. Das geht nicht. Ja. Also wir verschieben jedes Mal das Konzert, bis alles wieder möglich ist. Mhm. Was ich, und dazu kommt, ich kann doch nicht sagen, ihr dürft nicht stehen, ihr dürft nicht singen, ihr dürft nicht schunkeln, ihr dürft nicht knutschen. Das ist alles, was meine Konzerte so schön macht. Genau, das, wenn man nicht mehr knutschen kann. Knutschen. Ja. Du hast auch über den Lockdown, das fand ich wirklich ganz schön, wollen wir auch gleich noch mal sehen, sehr stark auch den Kontakt zu deinen Fans weltweit gehalten. Du hast also sehr, sehr schöne Filme produziert. Wer macht die eigentlich bei Facebook, die Filme? Wir selber. Macht ihr selber? Finde ich toll. Ja. Wir haben einen Ausschnitt mal, da lässt du einen schönen Einblick eigentlich, wie es bei dir zu Hause so aussieht, bitte. Guten Morgen mit den letzten Nachrichten. Da die Pandemie zu Ende geht, wurde angekündigt, dass ab morgen wieder Konzerte gespielt werden dürfen. Das sind gute Nachrichten. S, 7, 8, 4, 6.
Schön, dass wir wieder da sind. Schön produziert. Sie haben, wir haben vor der Sendung kurz zusammengestanden, haben gesagt, dass Sie André Rieu auch in Amerika im Gefängnis gesehen haben. Tatsächlich. Das haben wir, konnten wir sehen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Dieses Maastrichter Konzert, ja, habe ich mir auch angeguckt. Ja, also eine Verbindung nach Europa, das gab ja sehr wenig Verbindung. Ich konnte ja im Gefängnis gar keine deutschen Bücher lesen und deutsche Magazine und so weiter. Sehr wenig Verbindung zu Europa und dann eben Ihr Konzert natürlich. Schön. Ja, weil wir haben unglaublich viel im Studio gearbeitet, weil all diese Länder, wo wir immer spielen, haben gefragt, André, hast du nicht was Schönes, um die Leute aufzumuntern? Also wir haben unglaublich viele Kompilationen gemacht. Und diese Filme, weil das ist wirklich schon aufwendig produziert, ist das dann so ein Familienprojekt? Ist Ihr Sohn involviert, ja, oder wer produziert das? Ja, Marjorie, meine Frau, Pierre, mein Sohn und ich, natürlich haben wir Leute um uns herum, aber ganz wenig. Ganz wenig. Wenn Sie jetzt auf Ihre Familie schauen, Sie haben ja auch Enkelkinder, so ist da schon jemand, von dem Sie sagen, der wird mich mal beerben, der tritt in meine Fußstapfen? Die mögen alle Musik, sogar meine Musik. Also ja, das finde ich schon schön. Aber ob ich jetzt schon sagen kann, ob einer so weitergeht, das weiß ich nicht. Wäre das ein Wunsch für Sie? Weil das ist ja schon ein Lebenswerk. Auch das Orchester, alles, was dran ist, dass sowas fortgesetzt wird. Ja, ich bin schon froh, dass ich so viele Fans habe, die dann glücklich werden, weil sie meine Musik hören. Das ist doch schon schön. Ja. Sie sind ja auf der ganzen Welt, das ist einer der wenigen Künstler, der wirklich weltweit funktioniert. Wo, sagen Sie, ist das Publikum am euphorischsten, am elektrisiertesten, geht am meisten mit? Hier in Hamburg. Ja, wer weiß, wie Sie sagen. Und wenn die Frage jetzt in Brasilien gestellt worden wäre? Dann sage ich in Rio de Janeiro. Ja, das wollen wir. Wir freuen uns, die nächsten zwei Abend im NDR Fernsehen, Maastricht-Konzerte. Wunderbar, Kuchen ist lecker. Also schön, dass du da bist bei uns. André Rieu, danke schön. So, Freunde, übermorgen ist Bundestagswahl. Die Ära Merkel geht zu Ende. Es gibt drei Kandidaten, die Führung im Land übernehmen möchten. Das hier heißt Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock. Wer es werden wird, wissen wir nicht. Und vor allen Dingen nicht, wer und überhaupt einer von denen für einen Neuanfang steht. Er hat allen dreien auf den Zahn gefühlt und zwar auf seine ganz besondere Art und Weise. Der Politikmoderator Louis Klamroth. Herzlich willkommen haben wir uns hier. Zahlen von heute, da liegt die SPD bei 25%, die Union bei 22%, die Grünen bei 17%, FDP 12%, AfD 10%. Wie verlässlich, was sagen überhaupt solche Prognosen aus? Das ist jetzt eine Umfrage. Es gibt ja ganz viele Umfrageinstitute, die auch zum Teil natürlich eine Agenda haben und andere Zahlen liefern. Das Infratest TIMAP. Das Infratest TIMAP, die sind seriös. aber da sind natürlich auch immer Fehlermargen drin. Das heißt, zum Beispiel die CDU und SPD sind jetzt so nah beieinander, dass ich da kein Geld jetzt drauf wetten würde, dass die SPD dann wirklich vor der Union landet morgen Abend. Und sowieso werden morgen Abend die Zahlen noch mit übermorgen, Vorsicht, betrachtet werden müssen, weil es so viele BriefwählerInnen wahrscheinlich gibt aufgrund der Pandemie, dass es sowieso noch ein bisschen länger dauert, bis man dann wirklich gesicherte Zahlen hat. Und dann gibt es ja auch noch diese Zahl, 26% sind entweder Nichtwähler oder Unentschlossene. Mhm. Was glaubst du denn, wodurch lassen sich diese Unentschlossenen so kurz vorher noch beeinflussen in ihrer Entscheidung? Ja, das ist die Gruppe, die für alle Parteien natürlich super spannend sind, weil die in den letzten Tagen auch noch mal umswitchen können. Die lassen sich beeinflussen dann von auch Triellen, die im Wahlkampf im Fernsehen zum Beispiel, kleinen Äußerungen und Regungen. Das hat man in diesem Wahlkampf sowieso auch gesehen. Ist ganz kleine
Dinge wie das Lachen von Armin Laschet, während der Bundespräsident über Flutopfer spricht, hat ja einen Abwärtstrend losgetreten, aus dem er auch nicht mehr wieder richtig rausgekommen ist. Also ganz kleine Dinge, die in diesem Wahlkampf Riesenschwankungen zur Folge haben. Und insofern wird es spannend sein, am Sonntag zu sehen, am Ende ist das eine Wählergruppe, die in der Wahlkabine steht und sich dann spontan entscheidet wahrscheinlich. Mhm. Es ist ja heute ein besonderer Tag, weil heute sind in ganz Deutschland zigtausende für besseren Klimaschutz auf die Straße gegangen. Das hat ja auch eine Berichterstattung nach sich gezogen. Glaubst du, dass sowas auch Menschen vielleicht noch beeinflussen kann? Wahrscheinlich. Das waren ja auch wieder beeindruckende Bilder. Ich war selber kurz in Berlin, weil das Reichstagsgebäude, wo mehr als 100.000 Menschen heute waren, ist ganz nah beim Hauptbahnhof. Und dann bin ich in Hamburg ausgestiegen und war auch hier in Hamburg kurz, um das anzugucken. Das ist natürlich total beeindruckend. Und das ist natürlich auch das Ziel von so einem großen Klimastreik, zwei Tage vor der Bundestagswahl noch mal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, diese Wahl ist wichtig. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, 40% aller Wählerinnen und Wähler sind über 60 in diesem Land. Und jetzt gehen mehr als eine halbe Million Menschen heute in Deutschland auf die Straße, die meisten von denen deutlich unter 60, und sagen, setzt unsere, die Politik, die auch uns nützt, auf die Agenda und wählt die Parteien, die den Klimaschutz ernst nehmen. Das heißt, der Trend, das zeigen ja auch Umfragen, der Trend bei den Jüngeren, bei den Erstwählern und den Jungwählern geht in Richtung Grüne, also klimafreundliche Parteien. Ich weiß nicht, ob es Grüne sind. Die haben natürlich das Thema Klimaschutz sozusagen, vertreten sie am glaubwürdigsten. Aber es ist ganz klar, ist, dass die Klimakatastrophe eins der Top 2 bei den Jüngeren WählerInnen wahlentscheidend ist und sie sich sozusagen dann davon beeinflussen lassen. Jetzt hast du ja, du hast schon viele Politsendungen moderiert, aber die letzte, die auch Aufsehen erregt hat, weil sie außergewöhnlich war, war die Bundestagswahl-Show. Da hast du Olaf Scholz und Annalena Baerbock zu Gast gehabt, sehr intensiv befragt. Armin Laschet hat euch abgesagt. Warum? Mit welcher Begründung? Ja, der hatte leider gar keine Lust. Nein, das ist... Also vorweggeschoben, es ist natürlich vollkommen legitim, wenn ein Wahlkampfteam und oder ein Kandidat entscheidet, ich gehe zu einem bestimmten Format nicht hin, weil ich das Gefühl habe, das könnte für mich gefährlich sein oder es bringt mich nicht weiter, das liegt mir nicht. Und deswegen ist das vollkommen okay. Es hat mich natürlich genervt und geärgert, weil ich hatte auch gerne Armin Laschet noch ein zweites Mal interviewt. Ich habe ihn schon vor ein paar Monaten zusammen mit Linda Zervakis auch bei ProSieben interviewt. Ich fand, das war auch ein angenehmes Gespräch und hatte das Gefühl, er würde auch noch mal wiederkommen. Wollte er nur nicht. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich bin nicht der Einzige, dem er abgesagt hat, sondern ich glaube, er hat vielen Formaten abgesagt, wo dass er oder sein Team das Gefühl hatten, das könnte ihm nicht helfen, sozusagen im Wahlkampf. Das ist eine diplomatische Formulierung. Du hast ja nun versucht in der Sendung, und es ist dir auch stellenweise wirklich gelungen, die Kandidaten zu knacken, einfach anders ranzugehen, als das viele konventionelle Politiksendungen machen. Was war deine Strategie? Ja, die ist immer unterschiedlich. Also erstmal muss ich dazu sagen, ich habe natürlich ein ganz großes Team, was mir dabei hilft. Das ist nicht ganz so groß, das sind nicht 110 Leute, die mir dabei helfen, aber schon eine beachtliche Anzahl von Leuten, die, mit denen ich zusammen Strategien überlege. Und die ist immer anders für jeden Gast. Es gibt ja, wie bei uns allen auch, Triggerpunkte, die einen sozusagen anders reagieren lassen. Bei Olaf Scholz zum Beispiel ist es natürlich maximal schwierig. Ja, den kennt man in Hamburg ja auch gut. Scholz-O-Mat sagt man immer. Ich habe es auch in der Sendung gesagt. Ich habe dann Leute aus seinem Umfeld gefragt, wie knackt man den denn? Wie bekommt man den denn emotional? Da haben die gesagt, ja, mach die Kamera aus. So, das hilft mir im Fernsehen natürlich gar nicht. Hilft mir im Fernsehen nicht, aber wir haben es dann versucht, ihn mit BürgerInnen zusammenzubringen, die ihn dann, glaube ich, hier und da auch noch mal ins Schwanken gebracht haben und eine Seite von ihm gezeigt haben. Und er hat eine Seite gezeigt, die ich so noch nicht so viel im Fernsehen
gesehen habe. Und ich habe natürlich den Vorteil, muss man auch sagen, dass ich einmal diese Show bei ProSieben mache. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich dann auch noch mal ein paar mehr Freiheiten im Sinne, wie mein Stil sein darf. Ja, ich darf alle Wörter benutzen, die mir so im Kopf kommen, während ich da halt rede. Und ich gehe sicher ein bisschen sozusagen ungeübter noch auch in Gespräche rein, weil ich das auch noch nicht 25 Jahre lang mache, sondern ich manchmal so rangehe und denke, ja, wie kriege ich den jetzt? Und dann überlegen wir uns das und dann manchmal klappt es und manchmal klappt es weniger gut. Ja, du traust dich halt was und das tun viele nicht mehr, weil sie schon so eingeschliffen sind in ihren Fragen, Ritualen auch. Ja. Mir ist aufgefallen, Olaf Scholz hat überdurchschnittlich viel gelacht für seine Verhältnisse. Man sieht ihn ja nicht so oft lachen. Das stimmt, ja. Was war bei Annalena Baerbock? Was sind ihre Punkte, wo du besonders nachbohren konntest oder sie kriegen konntest? Ja, Annalena Baerbock war bei mir in der Show natürlich in einer schwierigen Situation, weil sie war ja auf einem Ultra-Hype nach der Verkündung ihrer Kandidatur. Die Umfragen sind hochgegangen wie noch nie in der Geschichte der Grünen Partei. Und dann gab es ganz, ganz viele handwerkliche Fehler, die sie als Kandidatin, aber auch ihr Team gemacht hat. Es gab Stellen in ihrem Buch, die plagiiert waren. Ihr Lebenslauf wurde aufgehört. Sie hat bestimmte Zahlungen nicht an den Bundestag gemeldet. Und das macht so eine Kandidatin natürlich unsicher, auch wenn die in einem Tunnel sind. Aber wenn sie merkt, es gibt jetzt in den Umfragen geht es immer weiter bergab und man kommt aus diesem Strudel auch nicht mehr raus. Da macht es eine Kandidatin unsicher und ich glaube, in dem Falle musste ich erst mal Sicherheit geben, die Kandidatin ein bisschen in Sicherheit wiegen. Interessant. Damit sie aufmacht, weil wir wollen die Person ja auch persönlich kennen, als Person kennenlernen, nicht nur als Kandidatin, um dann hinten raus natürlich trotzdem hart in die Themen zu gehen und um dann wieder sie zu knacken. Jetzt habt ihr ja in der letzten, also in der dritten Sendung, in der ja Armin Laschet sein sollte, aber nicht wollte, habt ihr euch ja ein ganz besonderes Konzept einfallen lassen. Ihr habt nämlich den Spieß rumgedreht. Erklär mal. Die Politiker saßen diesmal nämlich nicht auf der Bühne. Ja, das war ein Riesenexperiment. Ich bin ganz froh, ehrlicherweise im Nachhinein, dass Armin Laschet abgesagt hat. Sonst hätten wir diese Sendung wahrscheinlich nicht gemacht. Was wir gemacht haben, ist das Townhall-Prinzip, also Bürgerforum, so war das in den anderen Shows. Olaf Scholz, Annalena Baerbock mit mir auf der großen Bühne und BürgerInnen im Publikum, die Fragen stellen durften. Mhm. Das kennt man. Ja. Wir haben es jetzt umgedreht. Bei uns waren jetzt die BürgerInnen auf der Bühne und die gesamte Spitzenpolitik Deutschlands, 12 Spitzenpolitiker in einer Show, saßen im Publikum. Von Saskia Esken, Lars Klingbeil zu Wolfgang Kubicki, Philipp Amthor, alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Und die mussten im Publikum Platz nehmen und auch erst mal zuhören. Mhm. Das war für die auch ungewohnt. Und man hat aber dann gemerkt, dass das was für die gemacht hat, weil wir Themen gesetzt haben, von denen mein Team und ich das Gefühl hatten, die wurden im Wahlkampf noch nicht thematisiert. Das war, oder nicht genug thematisiert. Das war einmal das Thema Flucht und Migration. Das hat in diesem Wahlkampf wenig eine Rolle gespielt, obwohl der Brand in Moria auf Lesbos ein Jahr her ist und die Situation vor Ort immer noch fürchterlich ist. Dann haben wir das Gefühl gehabt, dass wie über das Thema Klima in diesem Wahlkampf gesprochen wurde, sowohl in den Medien als auch von der Politikseite aus, dass es da noch Nachholbedarf gibt. Und deswegen haben wir das Thema Klima noch mal gesetzt und zu guter Letzt Obdachlosigkeit, über das in diesem Wahlkampf noch überhaupt gar nicht gesprochen wurde. Und man hat es in der Show gesehen, die PolitikerInnen waren total angefasst. Einige hatten Tränen in den Augen und auch nach der Show waren die noch total bewegt von dem, was da passiert ist, weil die mussten zuhören und da waren dann BürgerInnen auf der Bühne, die denen einfach mal erzählt haben, wie das Leben gerade so da draußen ist. Mhm. Und das ist eine Situation, die kannten die alle nicht. Ich kannte die Situation auch nicht. Für mich war das auch ein Freiflug, diese Sendung. Mhm. Aber es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Mhm. Also interessant. Ich habe auch gesehen, zwei obdachlose Frauen saßen da auf der Bühne und man hat richtig die Trend, habe es in Bewegtheit in den Gesichtern der Politiker und Politikerinnen gesehen. Wie ist das bei dir, Kerstin? Würdest du dich, also ich weiß nicht, ob du schon gewählt hast, aber lässt du dich durch Fernsehsendungen, durch politische Diskussionen beeinflussen oder steht deine Entscheidung vorher schon fest? Ja, also grundsätzlich steht meine Entscheidung fest. Natürlich bilde ich mich auch immer weiter und gucke, was sich auch verändert im laufenden Zeitpunkt. Also es ist ja nicht so, dass was vor 10 Jahren gut war, auch heute noch gut ist. Und meine Meinung von vor 10 Jahren kann ich auch nicht heute anwenden. Deswegen versuche ich da auch aktuell zu bleiben. Und ja, ich lasse mich da schon auch beeinflussen von Dingen, die mich interessieren, wo ich denke, alles klar, die machen es gerade besser oder die machen es gerade schlechter. Und ich glaube, das ist ganz gesund so. Also gehörst du nicht zu den 26%, die noch nicht wissen, was sie wählen am Sonntag?
Ja, was ich an der Sendung eben auch ganz, ich finde auch, findest du es nicht auch gerade, dass man eben viel zu oft, Stichwort Scholzomat, also Politiker und Politikerinnen im Fernsehen immer als so Sprechmaschinen, Phrasendrescher erlebt und eben nicht menschlich, dass du mal siehst, da sind auch Gefühle, da passiert auch was mehr als das, was ich in den Parteiprogrammen lesen kann. Ja, das ist einfach hochprofessionell, das muss man ja sagen. Also ich habe schon auch Respekt vor den Politikern, wie die sich halt immer wieder da stellen, auch immer die Nerven behalten. Die werden ja nun teilweise auch sehr angegangen. Das beeindruckt mich schon, aber natürlich ist es schade, dass sie auch nicht irgendwie ihre persönliche, menschliche Seite zeigen können oder zeigen wollen. Das ist ja auch mal so ein bisschen die Frage, ne? Ob die da vielleicht manchmal auch selbst ein bisschen gefangen sind. Annalena Baerbock, die ja oft über ihre Kinder auch gesprochen hat, was jetzt so Umwelt und so angeht und die Zukunft. Das wird ja dann auch wieder so ein bisschen, manchmal wird es ihr vorgeworfen, dann ist es wieder gut. Es ist auch immer, die bewegen sich auf dünnem Eis. Und ich muss sagen, grundsätzlich habe ich großen Respekt vor den allen, wie die da in diesem, ja, wie soll man sagen, in diesem Wahnsinn durchhalten über all die Wochen und Monate. Klar, es wäre schon schön, ein bisschen mehr zu erfahren. Ich muss sagen, dass ich das ziemlich schade finde, dass man so wenig Gefühle sieht bei den Politikern, weil ich glaube, viele Menschen das schon dichter auch an diese Menschen auch ranbringen würde, wenn auch da mal ein bisschen mehr Menschlichkeit rüberkommen würde, wenn sie alle reden wie ein Scholzomat, sage ich jetzt mal, oder ein Automat oder eine Maschine, dann verbinden sich die Menschen damit auch schlechter. Deswegen, ich würde es schöner finden, wenn das mal wieder ein bisschen mit Gefühlen auch präsentiert werden würde. Ja, ich kann das natürlich nachvollziehen und es ist ja auch mein Ziel, in so einer Show genau das rauszukitzeln oder ungewöhnliche Momente zu schaffen, die aus ihrem Politsprech rauszuholen. Auf der anderen Seite kann ich total jetzt auch nach so ein paar Jahren, in denen ich das mache, die PolitikerInnen verstehen, warum sie immer in den gleichen Worthülsen sprechen, weil natürlich, sobald sie auch nur einen Tick von der Parteilinie abweichen, wird was rausgeklippt, wird es aus dem Kontext gerissen und dann heißt es, Laschet schießt gegen Söder oder andersrum oder Baerbock sagt was gegen Habeck, obwohl sie es vielleicht gar nicht so meinte. Mhm. Und dann sind die tagelang damit beschäftigt, das wieder einzufangen und anstatt über Inhalte zu sprechen und so weiter, müssen sie sich dann damit beschäftigen, dass irgendjemand wieder einen Machtkampf konstruiert, den es vielleicht gibt oder eben auch nicht. Mhm. Und deswegen ziehen die sich zurück in so Worthülsen, die wir dann als JournalistInnen versuchen irgendwie zu durchbrechen. Das immer dann, aber es ist am Ende ist es so ein bisschen Teufelskreis und Emotionen zeigen oder menschlich sein. Armin Laschet ist das in diesem Wahlkampf komplett auf die Füße gefallen. Mhm. Olaf Scholz, der sehr zurückhaltend ist, was Emotionen angeht, ist in diesem Wahlkampf damit sehr, sehr gut gefahren. Ne? Das muss man dann auch mal konstatieren. Wir sind alle die WählerInnen, die jeweiliges Verhalten vielleicht, ich hoffe aber eher die Inhalte honorieren. Mhm. Es wirkt halt einfach kontrollierter. Ne? Und am Ende ist das ja Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Und dann hofft man, dass die sozusagen jeder Situation gewachsen sind und immer klaren Kopfes. Aber im Grunde, ja. Aber so ein Mix aus allem wäre irgendwie schön, finde ich. Ja. Und die Medien sind nicht unschuldig an dieser ganzen Geschichte, weil du gerade Teufelskreis. Ja. Andererseits möchte man, dass sie sich öffnen, dann tun sie es, kriegen sie es um die Ohren gehauen, ganz muss man wirklich sagen. Ne? Ja, aber wenn wir beim Menschlichen sind, zum Beispiel Angela Merkel, als sie sich in dieser Corona-Krise einfach mal gesagt hat, es tut mir leid, Entschuldigung, das war nicht richtig, da war sie ganz weit vorne. Ne? Also das Menschliche ist natürlich schon stark und schon gut. Und ich glaube, dass es sorgt einfach auch für sehr viel mehr Verständnis dann einfach, wenn mal was nicht so gut läuft. Also aber das auch war da wirkte das Menschliche sehr kontrolliert. Mhm. Ja, aber trotzdem. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, also wenn wir jetzt zurückgehen, Schmidt, Wehner, Brandt, Strauß, wenn wir damals Social Media gehabt hätten, hätten die sich auch ganz anders benommen. Das glaube ich auch. Es hat einfach viel damit zu tun, dass heute alles sofort viral geht. Und irgendwo wird, deshalb kann ich es auch verstehen, dass man so kontrolliert ist. Ja. Also, man muss ja sagen, Louis, du bist ja aufgewachsen in der Ära Merkel. Also seit du wählen darfst, war immer Angela Merkel Bundeskanzlerin. Was hat dich denn politisch geprägt? Dein Vater ist ja der Schauspieler Peter Lohmeier. Bist du schon als Kind auch, war euer Haushalt politisch? Also ja, unser Haushalt war auf jeden Fall politisch. Merkel, klar, war immer Bundeskanzlerin, seit ich wählen durfte, aber ich erinnere zum Beispiel auch noch Gerhard Schröder ganz, ganz klar, weil ich bei der Premiere vom Wunder von Bern, das Bild sieht man ja gerade, neben Gerhard Schröder saß und der anfing zu weinen während des Films. Tatsächlich? Das muss man erst mal als 12 Jahre alt, Jähriger
so wegstecken, dass nebenan der Bundeskanzler sitzt und so ein bisschen so, Wahnsinn. Wie das dann ist, weint. Und deswegen erinnere ich mich an den Bundeskanzler dann wahrscheinlich auch noch außergewöhnlich gut. Aber ja, ich bin in einem politischen Haushalt groß geworden. Meine Eltern sind sozusagen parteipolitisch vielleicht nicht sozusagen, es gab nicht parteipolitische Diskussionen zu Hause, aber schon alles wurde immer hinterfragt. Ich wurde ganz früh auf Demos mitgenommen. Ich glaube, die Anti-Irak-Kriegs-Demo war die erste, die ich meine, mich zu erinnern. Mhm. Dieses Gefühl eines kollektiven, so ein kollektives Ermächtigungsgefühl. Man wird gehört, man hat gemeinsam eine Stimme, die dadurch lauter ist, dass man in so einer Masse auf die Straße geht. Und deswegen spielte das bei uns immer mit. Und hast du, gab es einen Moment, wo du gezweifelt hast, weil du hast ja immerhin die Goldene Kamera bekommen, mhm. unter anderem für deine Rolle im Wunder von Bern, großes schauspielerisches Talent auch. Warum hast du dann letztendlich gesagt, ich gehe aber doch den journalistischen, den politischen Weg? Ich habe einfach mit 13 die Schauspielkarriere an den Nagel gehangen. Ja. Ah, es war tatsächlich so, also sozusagen klar, dann kamen ganz viele Filmangebote und meine Eltern haben die Drehbücher gelesen und dann hat meine Mutter mich irgendwie bei einem Drehbuch, was sie gut fand, gefragt, möchtest du das lesen? Ja. Das würde bedeuten, du müsstest aus der Schule raus 8 Wochen in Tschechien drehen, war das dann damals, glaube ich. Und ich war 13, ich wollte nichts anderes als Fußball spielen und in die Schule gehen. Und da habe ich gesagt, nö, will ich nicht. Und dann haben mir meine Eltern auch nie wieder ein Drehbuch gezeigt. Und dann gab es keine Diskussion mehr darüber. Insofern bin ich ganz froh, dass das so gekommen ist. Weil jetzt mache ich im Grunde genommen, verbinde ich das ja so ein bisschen, muss man ja sagen. Ich bin ja vor der Kamera aktiv, verbinde das aber eben mit meinem politischen und journalistischen Interesse. Und bin ganz glücklich, so wie es gerade läuft. Ja, wir sind auch ganz glücklich, dass es so läuft. Ganz kurz vor. Gehst du wählen Sonntag oder hast du schon gewählt? Ich habe Briefwahl gemacht, weil mir das immer so ein bisschen zu unsicher ist, ob ich, vielleicht bin ich dann krank an dem Tag oder nicht. Aber das Ritual, das habe ich auch immer mit meiner Mutter zusammen gemacht, sonntags in die alte Schule oder, ne, das ist ja meistens in solchen Gebäuden zu gehen, das ist schon was sehr, sehr Schönes. Und ich erinnere das aus Kindheit, war ich ja da nicht mehr. Ich glaube, ich durfte mit 16 zum ersten Mal Kommunalwahl und dann eben Europawahl und so weiter mit 18. Das ist schon, das erinnere ich als ganz, ganz, ganz tolles Gefühl. Und deswegen ist dieser Sonntag für mich nicht nur aus dem Interesse, sondern auch so insgesamt für mich ein wunderbarer Tag alle 4 Jahre. Mhm. So, wir sind alle gespannt. Wir werden es verfolgen, wie es ausgeht. Ich habe so ein Gefühl, als wüsste ich, was du gewählt hast. Ich frage aber nicht danach. Danke, dass du hier bist. Was hast du gewählt? Ich habe ja das große Privileg gehabt, alle SpitzenpolitikerInnen und KandidatInnen selber zu befragen. Und erst danach habe ich meine Entscheidung getroffen, aber die werde ich hier natürlich nicht kundtun. Hast du schon gewählt, Jörg? Nee, für mich ist das ein Ritual seit Kindesbein. Ich bin mit meinen Eltern immer mitgegangen und ich habe es mit meinen Kindern so gemacht. Ich finde tatsächlich, dieses Privileg, wählen zu dürfen, ist sowas Großartiges. Und ich freue mich auf diesen Sonntag einfach mit der Familie dahin und dann das Kreuz zu machen. Ja. Echt. Und auch gerade momentan, weil alle mal sagen, oh, ich weiß es nicht, ne? Trotzdem hingehen. Echt, klar. Wirklich. Und? Die NDR-Talkshow für heute schon wieder. Genau, wir bedanken uns aber gerade vor euch. Wieder hier, unter anderem dann mit Matthias Schweighöfer, mit Axel Milberg und Vicky Lerndross. Wird bestimmt auch eine tolle Sendung. Ohne Frage und bleiben Sie jetzt unbedingt dran, denn jetzt geht es weiter mit Sound of Germany, eine Deutschlandreise mit Olli Schulz. Vielen Dank Ihnen allen, danke Ihnen fürs Zuschauen. Kommen Sie gut ins Wochenende. Vielen Dank, tschüss.